Because back then, when I was in your position, I was suggesting we bomb Belgrade. I was suggesting that we send American pilots in and blow up all the bridges on the Drina. I have heard today that some people think that the U.S. Guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Die Biden-Regierung hatte am vergangenen Wochenende wohl ein paar glorreiche Tage. Die anhaltende Katastrophe in der Ukraine verschwand aus den Schlagzeilen und wurde durch einen Militärputsch gegen Putin oder die Revolte ersetzt, wie es in einer Schlagzeile der Biden-Administration der New York Times und folglich dann auch zwingendermaßen von unseren angeblichen Leitmedien im Staccato vermeldet wurde. Der Fokus verlagerte sich von der gescheiterten Gegenoffensive der Ukraine hin zu Prigozhins Drohung, Putins Kontrolle zu verlieren. Aufstand wirft brennende Frage auf. Könnte Putin die Macht verlieren, waren Fragen. Und der Kolumnist der Washington Post, David Ignatius, äußerte die Einschätzung, Putin schaute am Samstag in den Abgrund und blinzelte. Der Mann, um den sich aber alles drehte, war Jewgeni Prigozhin, Chef der privaten Söldnergruppe Wagner. Nicht zu Unrecht sagen einige Kenner des Konflikts, es komme mir vor wie eine strategische Scharade und um einen Machtkampf innerhalb Russlands. Es sieht so aus, als ob die Wagner-Söldner gezwungen wurden, der russischen Armee beizutreten. Waren sie so unberechenbar, dass sie das russische Verteidigungsministerium nicht in den Griff bekommen hat? Oder liegt es eher daran, dass auch die Wagner-Söldner, wie andere Söldnerarmeen, unterwandert wurden, vielleicht von westlichen Akteuren? Wollte man mit dieser Aktion diese Kräfte entlarven? Es haben sich viele Fragen unserer Zuschauer aufgestaut und ihnen werden wir heute versuchen nachzugehen. Darüber hinaus hat Dirk Pullmann explosive Informationen. Wurde die Nord Stream 2 Pipeline durch eine thermonukleare Bombe gesprengt? Und es wird um eine US-Resolution im US-Kongress gehen mit Sprengstoff. Hermann Plopper hat sich diesem Thema gewidmet. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, möchte ich für all jene, die sich etwas überrollt sehen, eine kurze Chronologie ins Gedächtnis rufen, was passierte. Zuvor aber kurz ein, zwei Minuten Stimmungsecho von jedem der heute anwesenden Exzellenzen, wie ihr die hitzigen Ereignisse am Samstag wahrgenommen habt. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Also ich saß am Samstag im Garten und habe meinen Geburtstag gefeiert und war in der Nacht ziemlich überrascht, dass ich mich noch bis 3 Uhr morgens durch die Telegram-Kanäle verschlungen habe. Wie war es bei dir, Dirk? Ich habe einen Vortrag gehalten und wir hatten einen Bundestagsabgeordneten dabei, der frisch die Meldung rausbrachte, kurz vorher, also ist informiert worden über das Auswärtige Amt und sagte, wir waren also sozusagen ganz schnell an der Information dran, dass die Wagner-Leute sich wieder zurückziehen. Ich fand es sozusagen, wurde von vielen Leuten gefragt, aber in dem Moment weiß ich, bin ich genauso schlau wie jeder andere. Ich gucke auf die Nachrichtenlage und versuche dann hinterher mir einen Reim drauf zu machen und der sieht jetzt auch nicht so aus wie das, was ich an den Tagen gehört habe. Wie sieht es bei dir aus, Wilhelm? Ich war erstmal ein bisschen überrascht, also weil wenn man sich mit Prigozhin beschäftigt, weiß man ja, dass er ein sehr impulsiver Mensch ist und er hat auch verschiedene Gründe da so zu reagieren, aber dass er da so einen Schritt so weit gehen würde, fand ich doch schon ein bisschen überraschend, aber ehrlich gesagt war ich da im gewissen Rahmen relativ relaxed, dass das nicht Ausmaße annehmen wird, weil dafür gibt es verschiedene Gründe, dass das eigentlich von vornherein sich ausgeschlossen hat. Und Hermann, hast du das erwartet? Also ich war erstmal hellauf entsetzt, also dass so etwas in Russland passieren kann und dann womöglich ein Bürgerkrieg. Ich war besonders aufgebracht darüber, dass der Prigozhin mit seiner Wagner-Truppe quasi Rostow am Don, eine Stadt mit 1,15 Millionen Einwohnern, als Geisel genommen hat und dass er dann auch noch in dieses Befehlszentrum vorgedrungen ist. Das ist natürlich auch seltsam. Ein hochempfindlicher Ort, der eigentlich top secret sein müsste und total bewacht,
dass er da so einfach mit seinen Burschen da reinlatschen kann und dann diese beiden Generäle da sozusagen als Geisel genommen hat. Also ich war ganz schön angewidert von dieser Ganoven-Nummer, ehrlich gesagt. Also das war ich ganz schön enttäuscht. Sergei, hattest du in den russischen Kanälen da schon etwas Wind bekommen? Wie hat man da... Ja gut, also ich habe ja erstmal an dem Vorabend haben wir mit Thomas Röper ein Video auf Russisch aufgenommen. Wir machen jetzt reguläre Nachrichten auch auf Russisch. Und dann habe ich das am Morgen eigentlich schneiden wollten und habe natürlich morgen früh, also abends habe ich nichts mitgekriegt, da war ich beschäftigt. Zum Glück, da konnte ich gut schlafen. Und dann morgen früh habe ich ja für die Übersetzung für unser Telegram-Kanal die Nachrichten alle aussortiert und eingeordnet. Und da war ich natürlich auch erstmal geschockt und entsetzt. Und da habe ich mir gedacht, brauche ich überhaupt irgendwie Videos machen? Das wird ja alles wahrscheinlich heute schon nicht mehr, das was gestern war, nicht mehr aktuell. Und irgendwie so, und am Abend war ich hier in Köln und habe einen Vortrag von Dirk Pohlmann gefilmt. Also ich war auch dort dabei und dort haben wir ja zusammen erfahren, dann kurz nach, was weiß ich, 19, 20 Uhr, dass es jetzt doch, also ich habe es ja miterfahren als Erster. Die haben ja, die Leute haben ja einen Vortrag von Dirk zugehört und haben quasi nicht mehr gewusst, dass die Gefahr schon gebannt ist oder zumindest mal jetzt mal fast vorbei ist. Und aber so, wo ich noch zu Hause war und diese ganzen Bilder mir eingeschaut habe, wie entspannt die Soldaten von Prigozhin auf dem Dach von diesem Commander Center, Yuk heißt das ja, saßen und wo eigentlich schon also Nachrichten kamen, dass Ahmad Soldaten ja von Tschetschenien, also dorthin unterwegs sind und bald dort sind und eigentlich schon an Rostow waren und die saßen da so entspannt und auch diese ganzen Bilder, wie die nach Moskau fahren, also es waren immer nur ein paar Panzer zu sehen. Also ich habe schon einen Verdacht gehabt, das ist eine komische Nummer und das wird nicht so enden, wie da die Medien erstmal vermutet haben. Vielen Dank erstmal für die kurze Einschätzung. Dann gehen wir doch mal in das Thema hinein. Die Wagner-Mitglieder waren ja die Speerspitze der ursprünglichen russischen Ukraine-Offensive. Sie waren die kleinen grünen Männchen. Als sich die Offensive zu einem umfassenden Angriff der regulären Armee entwickelte, unterstützte Wagner weiterhin, musste sich aber in der darauffolgenden Zeit der Instabilität und Neuordnung widerwillig zurücklehnen. Prigozhin ergriff dann wohl die Initiative, seine Streitkräfte zu vergrößern und seinen Sektor zu stabilisieren. Die reguläre Armee begrüßte die Hilfe. Prigozhin und Wagner traten, wie es bei Spezialeinheiten üblich ist, ins Rampenlicht und ernteten den Verdienst, die verhassten Ukrainer gestoppt zu haben. Unterdessen änderte die große Armee und Putin langsam ihre Strategie von der offensiven Eroberung der Großukraine hin zur Verteidigung dessen, was sie bereits hatten. Prigozhin weigerte sich, die Änderung zu akzeptieren und setzte die Offensive gegen Bachmut fort. Ist das erstmal richtig zusammengefasst und liegt darin das Problem? Wer möchte antworten? Ich glaube nicht, dass jemals der Plan bestanden hat, die Ukraine einzunehmen und dass Prigozhin das versucht hat, weiterzuführen. Also die Faustformel für die Kräfte, die man braucht, ist mindestens 3-1 Überlegenheit in den Truppen. Und da die Russen hatten anfangs in den ersten Wochen dieser Operation weniger Soldaten unterwegs als die Ukraine. Also spricht klar gegen diesen Versuch, den du eben benannt hast, die Ukraine zu erobern. Mhm. Sergei, kannst du dazu was sagen? Vielleicht wie der aktuelle Stand im Moment ist. Also ich kann so rekapitulieren, das ukrainische Militär war ja in den ersten Wochen in der Operation nur 44 Quadratmeilen des zuvor von der russischen Armee gehaltenen Territoriums hatte es erobert. Ein Großteil davon offenes Land. Im Gegensatz dazu kontrolliert Russland derzeit 40.000 Quadratmeilen ukrainisches Territorium. Seymour Hersh hat letztens einen
Artikel veröffentlicht. Ich zitiere da kurz mal drauf. Mir wurde gesagt, dass sich die ukrainischen Streitkräfte in den letzten 10 Tagen nicht nennenswert durch die russischen Verteidigungsanlagen gekämpft haben. Sie haben nur noch 2 Quadratmeilen des von Russland eroberten Territoriums zurückerobert. Bei diesem Tempo, sagte ein informierter Beamte, witzigerweise würde Selenskys Militär 117 Jahre brauchen, um das Land zu befreien. Also, ich berichte kurz von der Front. Also, wir haben jetzt fast genau 1 Monat Gegenoffensive. Und eigentlich wollten sie ja mit geliefertem Leopard-Panzer und diesen ganzen westlichen Waffen ja ganz schnell so durch die Saporoschia rasen, Krim abschneiden oder Melitopol erobern und dann auch Mariupol zurückholen und zumindest mal über den Krim-Kappen, also die Versorgung von russischer Armee, beenden oder stören. Und davon ist nichts. Also die sind jetzt in 1 Monat mit riesigen Verlusten 1 bis 2 Kilometer in das graue Zone, also bis zur ersten Verteidigungslinie der Russen gekommen, die Ukrainer. Mal mehr Erfolg, mal weniger. Und die ganzen Gebiete, die die Russen selbst verlassen haben, das war am Anfang des Krieges, das war bei Kiew, Irpin, wir kennen das alles und wir wissen jetzt auch, das hat der Putin gesagt, mag das stimmen oder nicht, das war ein Rückzug nach der Verhandlungen in der Türkei, wo, und das war der russische Teil, das heißt, die ziehen sich zurück und die Ukraine wird dann ein neutraler Staat und wird sich entwaffnen und quasi so eine Brücke zwischen Europa und Russland sein. Und das haben, also Russen haben ihr Teil gemacht, die Truppen zurückgezogen. Putin hat auch ein Dokument gezeigt, dass es so auch war. Ich glaube, wir haben mit Thomas in der letzten Sendung das bearbeitet. Und dann auch der Rückzug aus Cherson. Das war ja auch eigentlich, weil die Ukraine wollten schon damals die Damm, die haben sie ja extrem beschossen, die Damm sprengen, dann war der Cherson unter Wasser und die ganzen Soldaten und Technik und, und. Das heißt, so richtig erobert, zurückerobert haben die Ukraine ja noch nicht. Also erstens. Und das ist jetzt der Stand an der Front. Das heißt, die einzigen Erfolge, was sie jetzt im Kampf hatten, das ist nach dem Einsatz von gelieferten britischen Raketen. Jetzt wohl werden sie auch vermehrt abgeschossen. Und ansonsten steht der Front genau so, wie die Russen den eingerichtet haben. Vielen Dank, Sergej. Ich habe jetzt nicht gesehen, wer sich zuerst gemeldet hat. War das Hermann? Herr Hermann wollte etwas sagen. Ja, nochmal kurz zum Update. Also bis dato, wegen der enormen Luftüberlegenheit und auch der Überlegenheit im elektronischen Krieg, ist es überhaupt noch nicht dazu gekommen, dass Ukrainer und Russen sich direkt begegnet sind, sondern die Russen haben bis jetzt immer ganz aseptisch mit Glacé-Handschuhen aus der Distanz mit ihren diversen Raketen, Drohnen und Guided Bombs mit gesteuerten Bomben den direkten Kontakt schon abgewendet und auch durch Minen, durch Verminung, sodass die Ukrainer noch nicht einmal an die erste von 3 Verteidigungslinien herangekommen sind. Das hat sich jetzt in den letzten 2 Tagen geändert. Insofern, dass an der Antonowski-Brücke beim Dnieper halt tatsächlich ein blutiger, direkter Kontakt da ist zwischen Ukrainern und Russen und tatsächlich auch die ersten schmerzlichen Verluste für Russland zu beklagen sind und auch einige empfindliche Einschläge durch Raketen im russischen Territorium, also russisch besetzten Territorium, stattgefunden hat. Das nur als kurzes Update. Ich finde, wir sprechen jetzt mal über das eigentliche Thema, Prigozhin und Privatarmeen. Das Problem ist ja, dass es Privatarmeen gibt in Russland. Das ist ja nichts Besonderes. Man hat quasi Werkschutztruppen wie Potok und Fackel und Redut. Redut ist die zweitgrößte mit 7000 Soldaten, die hatten eigentlich in der chaotischen Nach-Jelzin-Zeit die Aufgabe, Werkschutz zu machen. Die gibt es immer noch. Und dann gibt es die natürlich von Kadyrov, die Privatarmeen. Und als allergrößter halt Wagner. Wagner wurde 2014 quasi nach dem Modell von Blackwater gebildet, um quasi alles das flexibel und schnell zu machen, was eine durch Bürokratie etwas gelähmte, reguläre
und legitimierte Armee nicht machen darf. Und da sind sie ja auch sehr effektiv. Da sind sie ja sozusagen die Leute für das Grobe. Sie haben sozusagen Bachmut aufgeräumt. Und das Problem ist natürlich, dass diese Privatarmeen, solange sie nicht direkt unter der Kontrolle der Regierung sind, immer ein Gefahrenpotenzial da sind. Und von daher hat das russische Verteidigungsministerium verordnet, dass zum 1. Juli dieses Jahres, also jetzt morgen, sämtliche Privatarmeen sich dem Kommando der Regierung unterstellen müssen direkt und nicht mehr herumkaspern können, wie es Prigozhin noch gerade gemacht hat. Prigozhin war der einzige von diesen ganzen Privatarmeeführern, die sich dem widersetzt haben, weil er sich für was Besonderes hält, weil er ja in Afrika und in Syrien auch mächtig Meriten sozusagen im militärischen Sinne erworben hat. Und daraus entstand jetzt dieser Konflikt. Und Prigozhin hat eben dann total aufgetrumpft und hat auch ein bisschen ausgenutzt die Spannungen im Militär. Es gab Leute, es gab hochrangige Militärs, die bei dem Wechsel von dem Vorgänger von Shoigu, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß, der Vorgänger von Verteidigungsminister Shoigu, auf Shoigu, hat es für einige hochrangige Offiziere einen Karriereknick gegeben, weil sie dann nicht mehr berücksichtigt wurden. Und jetzt hat eben Goschin darauf spekuliert, dass die frustrierten Generäle und Offiziere da jetzt mit ihm marschieren würden. Zusammen mit all den Leuten, die sich jetzt schon in der Moskauer Szene als Scharfmacher, sozusagen als russische Entsprechung zu Strack-Zimmermann profiliert haben. Und das hat dazu geführt, dass er jetzt diesen falschen Eindruck hatte. Er kann jetzt kommandieren und kann sagen, der Shoigu muss weg und auch der Generalstabschef Gerasimov, die müssen nach seinem Gusto weg. Er hat sich ein bisschen aufgeführt in seiner infantilen Naivität wie Jelzin im Prinzip und hat völlig verkannt, dass eben doch die Loyalität auch der Offiziere, die jetzt Putin für ein Weichei halten, immer noch da ist. Und das ist ganz entscheidend und da hat er sich eben jetzt verkalkuliert. Und wie gesagt, was ich für unter alle Socke halte, dass er Geiseln genommen hat, dass er die Stadt Rostow am Don komplett als Geisel genommen hat und in dieser Stadt das Oberkommando. Es gibt ja dieses berühmte Video, wo die drei Herren da zusammensitzen, also Prigozhin und die beiden Kommandochefs, deren Namen ich jetzt gerade nicht präsent habe, und die dann da, und er die da ziemlich pöbelig und primitiv dann da anquatscht, dass sie doch jetzt gefälligst nach seinem Kommando reagieren sollen. Das ist eine Operettennummer, die musste schiefgehen und ich bin unendlich erleichtert. Es ist keine rechtsstaatlich zufriedenstellende Lösung, die jetzt gefunden ist. Er hätte bestraft werden müssen, sehr scharf als Hochverräter. Aber das wichtigere Gut ist natürlich der innere Frieden in Russland und der ist wiederhergestellt durch dieses salomonische Weise Urteil sozusagen durch Lukaschenko, der gesagt hat, hier Junge, du wirst dein Leben verlieren und alles, was du dir erarbeitet hast, wenn du jetzt so weitermachst, aber ich gebe dir hier einen vergoldeten Abgang und du kannst zu mir kommen mit einem Teil der Wagner-Truppen, aber der Großteil muss bei Shoigu unterschreiben, dass er sich dem Verteidigungsministerium unterstellt. So, das ist, so wie ich es jetzt wahrgenommen habe, die Sachlage. Wilhelm, der Hamann sprach eben von Vergolden und Abgang. Entsprichst du seiner Einschätzung oder hast du da zum Punkt Loyalität vielleicht noch das eine oder andere zu sagen oder das, was du hast dich eben auch gemeldet, weshalb Prigozhin also nach Weißrussland dann gehen konnte. Kannst du seine Einschätzung teilen?
Ich habe das so verstanden, dass es dann ein Kompromiss gefunden werden musste, weil ja doch ein Teil der Bevölkerung Prigozhin sehr gefeiert hat. Die waren, auch wenn sie diesem, ich sag mal so, seiner Ideologie teilweise oder seiner Art nicht alle folgen konnten, waren sie doch sehr froh, dass sie so die erste Linie waren vor den russischen Soldaten, dass die Söhne dort nicht quasi geopfert werden und die in der Front quasi das schon klären. Also zumindest war das meine Wahrnehmung mit Menschen, die da in Donetsk wohnten. Und in Rostow hat man ja auch gesehen, wenn man Videos folgte, die haben den schon sehr gefeiert. Ja, deswegen würde ich das vielleicht nicht ganz so sehen wie mit der Geiselnahme, weil die Aufnahmen aus Rostow, die haben da so ein bisschen andere Sprache gesprochen. Also die Bevölkerung, die da war, und das waren ja sehr viele Tausende, die hatten ja deutlich gemacht, dass sie auf der Seite von Wagner stehen. Aber um das halt nochmal ein bisschen, also ich kann das meiste eigentlich im Großen und Ganzen unterstreichen, was bis jetzt gesagt wurde, vor allen Dingen auch Dirk, dass das ja quasi ja fast, man kann sagen, wie eine Polizeiaktion angefangen wurde von der Anzahl der Kräfte, die da in der Ukraine einmarschiert sind, also was völlig untypisch ist für einen Eroberungskrieg, weil ja da das Kräfteverhältnis völlig anders sein müsste, hat ja Dirk schon ausführlich geschildert. Und du hattest ja auch darauf hingewiesen, auf diesen Strategiewechsel. Ich denke, da liegt auch sehr viel Wahrheit, weil man hat erstmal so eine Kräfte gebraucht, weil man kräftemäßig unterlegen war von der russischen Armee beim Einsatz in der Ukraine. Deswegen brauchte man diese schlachtkräftigen Truppen und hat die da eingesetzt, hauptsächlich auch um Löcher zu stopfen, zum Beispiel auch nach dem Fiasko um Charkow herum, als man sich da so schnell zurückziehen musste, weil die Frontlinie ja nicht durchgängig besetzt war und so weiter. Und dann kam eben dieser Strategiewechsel durch Sodowikin, dass der nicht auf Vormarsch und Eroberung gesetzt hat, sondern eben auf Verteidigung. Und da ist so eine Sache eben passiert mit Prigozhin, die mich immer mehr so an den spanischen Bürgerkrieg erinnert. Also da war das ja so ähnlich. Also ich weiß nicht, in der westdeutschen Wahrnehmung redet man ja irgendwie immer ständig mehr wahrscheinlich von der Legion Condor, aber es gab auch die andere Seite, die ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten in der neudeutschen Geschichtsschreibung. Das waren ja die republikanischen Truppen, die gegen Franco gekämpft haben, die internationale Brigade, Thälmann-Bataillon und alles so eine Sachen. Und da gab es eben auch anarchistische Einheiten. Das heißt, das war alles sehr reguläre Armee, irreguläre Truppen und so weiter. Also es ist so ähnlich, wie sich da auch in der Ukraine abspielt und die Anarchisten im spanischen Bürgerkrieg, die auf Seiten der Republikaner gekämpft haben, die waren ja auch nicht daran interessiert, sich irgendwelchen Befehlen unterzuordnen oder sich ein Armeekommando unterzuordnen. Und so ähnlich ist es da auch abgegangen. Und mit dem Strategiewechsel ist, glaube ich, dieser ganze Konflikt dann aufgebrochen, weil Prigozhin mehr zu denen gehört, die dafür sind, mehr Truppen, mehr Armeeeinheiten, mehr dynamisches Vorgehen, mehr Ukraine zurückdrängen. Also der stand im Prinzip mit seinen Handlungen im Widerspruch zur Strategie der russischen Armeeführung und durch Sodowikin, also wo man sagt, man verteidigt jetzt die Linien an der Stelle bis dahin, wohin man gekommen ist und macht keine Offensivsachen mehr. Und das war, glaube ich, der große Streit, einerseits sich nicht dem Militärkommando unterordnen wollen, also nicht diesen Vertrag unterschreiben, andererseits eine andere Strategie verfolgen. Und so ist das alles, denke ich, eskaliert. Und die Fehleinschätzung aus meiner Sicht war ja, dass es verschiedene Gruppen gibt in der russischen Gesellschaft. Vielleicht kommen wir da noch drauf zu sprechen. Also diese Spaltung horizontal, vertikal, die geht ja da durch die Generationen, durch die Territorien, durch die Führungsschichten. Und also er stand im Prinzip davor, dass seine Truppe aufgelöst wird, dass die Zahlungen, die waren ja, glaube ich, schon eingestellt worden. Und aus meiner Sicht, so wie ich ihn einschätze, also auch als Charakter, als Persönlichkeit, wurde er da so auf den letzten Drücker
nochmal zeigen, was man hätte machen können. Das hat er ja selber in seinem Statement ja auch am Sonntag, glaube ich, gesagt. Also nachdem er schon die Kolonnen sich wieder umgedreht hatten, dass er zeigen wollte, wie weit könnte man kommen, wenn man offensiver vorgehen würde und nicht so defensiv wie die russische Armee ist, wobei das auch ein Trugschluss ist. Also weil, ich meine, wenn ein großer Teil der Bevölkerung auf seiner Seite ist und auch, soweit man das mitbekommen hat, auch große Teile der Armee kein Interesse hatten gegen Prigozhin und die Wagner-Leute zu kämpfen, kommt man natürlich auch kilometerweise viel weiter voran, als wenn man jetzt mit Widerstand zu tun hätte, wie es jetzt in der Ukraine auch der Fall gewesen wäre oder der Fall ist seit von Anfang an. Also insofern denke ich, ist er da einen Trugschluss erlegen. Aber was aus meiner Sicht eine westliche Fehleinschätzung ist, zu sagen, dass da die große Meuterei war und jetzt ist Putins Herrschaft in Gefahr und so weiter. Also hätten sie gerne, ja. Das sagen sie, weil, das sagen sie gerne, weil sie es gerne hätten. Das ist ja, genau, eine Propaganda-Version. Genau. Das hätten sie gerne, aber das entspricht überhaupt nicht der Wahrheit. Also da gab es ja auch verschiedene Straßenumfragen, zum Beispiel auch in Rostov von dem Lancaster, von dem amerikanischen Journalisten, und wo die Leute im Prinzip ja klar zum Ausdruck gebracht haben, wir sind für Wagner, wir sind für Putin und wir sind für Russland. Das hört sich erstmal wie ein Widerspruch an. Aber wenn man sich das genauer ansieht, wie da die Situation in der russischen Gesellschaft ist, ist das aus meiner Sicht eine völlig klare, nachvollziehbare Haltung der Leute. Und insofern ist es aus meiner Sicht auch nicht verwunderlich, dass am Ende natürlich auch durch Lukaschenko und durch andere, die sich da noch involviert haben, das nicht zu so einem Blutbad gekommen ist, weil das war aus meiner Sicht völlig, naja. Das wäre eine Katastrophe gewesen, ne? Das, ja, das wäre eine Katastrophe gewesen, aber aus meiner Sicht war es auch völlig unwahrscheinlich, dass sowas passiert, weil obwohl diese unterschiedlichen Haltungen und Reaktionen waren, ist bei allen doch aber das Ziel das gleiche. Also dass Leute mit dem gleichen Ziel sich gegenseitig abschlachten, ist aus meiner Sicht ein relativ unwahrscheinliches Szenario. Es war nicht völlig ausgeschlossen, aber aus meiner Sicht war es eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass das im Blutbad hätte enden können. Aber wie gesagt, dazu können wir ja vielleicht noch sagen, das hängt einfach mit der Situation in der russischen Gesellschaft zusammen, dass das so gelaufen ist, wie es jetzt gelaufen ist. Ich denke, das ist wirklich erstaunlich. Also das hat mich tatsächlich erstaunt, wie soll ich sagen, fluid da drauf reagiert wurde. Auch die Sache mit Lukaschenko, wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, hätte ich gedacht, also so ähnlich wie Hermann Plopper, ja. Es handelt sich um eine Meuterei, das geht nicht, innerhalb eines Kriegszustandes schon gar nicht. Und dann ist das bitter, ja. Und dann ist eben das Bittere wäre Katastrophe gewesen. Ich bin sehr froh, dass das so ausgegangen ist oder so weitergegangen ist. Und das zeigt, dass auch unser Bild von diesen brachialen Russen auch nicht stimmt. Ja? Wie darauf reagiert wurde, ist also mit einer Flexibilität und auch mit sozusagen mit einem, wie soll ich sagen, Bazar-Handeln, das ja letztlich ein gutes Ergebnis gezeigt hat. Nur, ich muss trotzdem sagen, ich bin ähnlich wie Hermann Plopper, weil ich es mal entsetzt, dass sowas überhaupt stattfindet. Also das, und ich möchte noch mal sagen, diese solche Truppen, es hat ja was sehr Landsknechtartiges, ja. Also diese Truppen sind, haben ihren, sozusagen, das sind die Hauruck-Leute. Und damit ein Militär funktioniert, muss dieser ganze Apparat mit der Logistik, das sollte man nicht unterschätzen oder das darf man nicht unterschätzen, der muss bereitgestellt sein. Und die sind auf der einen Seite, haben sie einen hohen Blutzoll, weswegen es sie gibt, damit es nicht aus den regulären Truppen, sondern das sind Söldner. Das ist sozusagen der Deal, Geld für Tod, Todesgefahr. Und damit sind die Söhne und Töchter nicht unmittelbar sozusagen erstmal in einem geringeren Maße betroffen, als wenn man da mit einer Wehrpflichtarmee reingeht. Und die haben auch einen höheren Nimbus, ja. Aber sie haben diese, also er hat dann ja sich immer beschwert, dass er nicht genug Munition bekommt. Er hat das ja nicht selber. Er hat die Logistik nicht selber, sondern die muss er vom normalen Militär bekommen. Und das ist dann, ja, diese Attitüde von, wir sind die harten Jungs, wir sind die Kämpfer und dieses Macho-Gehabe ist dann auch, hat sozusagen Unterstützung, ja. Aber mit Militär an sich hat das nicht so rasend viel zu tun. Ne?
nochmal auf diese Logistik zu sprechen zu kommen. Und dann kann der Sergej sofort antworten. Seymour Hersh hat ja in seinem Artikel da auch etwas erwähnt, dass die Wagners sind ja von dem Staat, vom russischen Staat schon abhängig gewesen. Und er erwähnte, dass er den so quasi ausbluten ließ, quasi was Munition betraf, und also auflaufen ließ. Ist da was dran? Also zumindest hat er das in seinem Artikel da erwähnt. Naja, erstmal zur Bezahlung, erstmal vielleicht zur Bezahlung. Ich weiß nicht, da wird irgendwie so eine Nummer aufgebaut, die mir auch ein bisschen sehr unrealistisch vorkommt. Also Söldnerarmee heißt doch, wie Dirk schon sagte, ja, also Bezahlung gegen Tod. Also man tut etwas für Geld. Und ich meine, man ist doch, wäre doch wohl illusorisch anzunehmen, dass so eine Leute auch wie Blackwater und wie sie alle hießen, dass die das auf eigene Kosten alles gemacht haben. Genau. Also natürlich, wenn jetzt irgendein Staat wie zum Beispiel Zentralafrika sich da so eine Leute drin holt, das muss ja irgendwie finanziert werden. Also ich habe darüber jetzt keine Informationen, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die sagen, kommt mal her, riskiert euer Leben, kämpft da, aber bezahlen müsst ihr das alles selber. Also normalerweise wird doch so ein Deal auch entlohnt. Und wenn die russische Armee sagt, wir brauchen euch jetzt, weil unsere Truppen sind viel zu wenig und ansonsten bricht hier alle zusammen, dass man das dann auch finanziert von staatlicher Seite, scheint mir jetzt nicht so ein Beleg dafür zu sein, dass das eigentlich ja keine Söldnertruppe, sondern irgendeine russische Truppe ist. Also die sozusagen dem Staat völlig unterstellt ist, sondern ist doch ein Deal. Ja, man kämpft und kriegt dafür Geld. Also insofern, ich weiß nicht, aber sägt das falsch? Ja, das auch zum dem Thema, weil ich wollte ja noch mal über Doppelmoral, also in den Geschehen im Westen zum Sprechen kommen. Also eigentlich gab es ja nur vom Prigozhin seine Truppe oder vom Prigozhin selbst quasi kurz nach dem Einnahme von Bachmut, dass also kurz vor dem Schluss, ne, wo sie jetzt die Einnahme machen würden, dass die keine Munition kriegen und sonst noch was. Und trotz diesen ganzen Beschwerden haben sie den Bachmut angenommen. Und dann, was noch Prigozhin gesagt hat, was ja sein Vorwurf zu der russischen Regierung war, dass quasi russische Regierung erstmal da die sich zurückgezogen haben, quasi schon da, wo Referendum stattgefunden hat, haben sie sich zurückgezogen, das heißt schon russisches Land verlassen, russische Leute dort gelassen, das heißt die aus der russischen Föderation, und das war sein Vorwurf zum Putin, das heißt, der hat eigentlich nur darüber sich beschwert, dass er nicht genug Waffen hat, gegen die ukrainische Militär zu kämpfen und Landgewinne zu machen. Das heißt, richtig schnell vorankommen, dieses Regime räumen, egal wie viele Toten unter Zivilisten sind, einfach vorwärts. Weil man muss sich ja so vorstellen, Bachmut war ja schon so ein Grenzstaat an der Kampflinie, also seit 2014. Das heißt, da gab es auch nicht mehr so viele Zivilisten, die sind dann auch weg evakuiert worden. Das heißt, der Staat war fast menschenleer, deswegen wurde ja dort auch so gekämpft. Der Prigozhin wollte schnell Land gewinnen, das heißt, die Städte einnehmen, wo noch sehr viele Bevölkerungsanteil sind. Das heißt, also das wäre auch ein Blutbad unter Zivilisten in Ukraine, was die, also meiner Meinung nach, was die russische Regierung permanent verhindert. Diese große Landannahme, wo die Leute sich noch nicht sortieren können, wollen sie unter Russen bleiben, wollen sie weiterziehen, wollen sie nach Europa als Flüchtlinge. Und das wollte er Prigozhin alles. Mehr Munition, mehr Landgewinne, mehr Toten unter Zivilisten wäre die Folge. Der wollte das wahrscheinlich nicht, aber das wäre die Folge. Und was mich gewundert hat, zumindest mal bis, was weiß ich, so Mittag deutsche Zeit, wie sich die deutschen Medien ja gefreut haben, sich über den Prigozhin. Und egal, wer mich die Frage stellte, in Bezug, dass die ja eigentlich mit diesen ganzen Sanktionen, mit diesen Waffenlieferungen in Ukraine, also Waffenlieferung in die Ukraine heißt zusätzliche Toten von beiden Seiten, unter Zivilisten, wie wir in Belgrad gesehen haben, und natürlich unter Militär und auch unter Söldner von beiden Seiten. Das heißt, desto länger der Konflikt sich zieht, desto blutiger wird das, desto mehr Toten. Und das versucht Westen zu machen. Ne? Also das heißt, die haben versucht, den Regime-Change durch die Unruhe in der Bevölkerung, die haben jetzt nur Unruhe beim Prigozhin
ausgelöst. Aber die Bevölkerung und auch dieser Putsch hat gezeigt, das sagt auch der Wilhelm, dass die Bevölkerung schlau genug ist und politisch gebildet ist, um zu sagen, okay, Prigozhin hat jetzt Scheiße gebaut, aber wir stellen uns hinter unserem Präsident, auch die Militärs, obwohl wir nicht alles toll finden, was er macht, weil unser Hauptfeind, unser gemeinsamer Feind ist Westen. Und deswegen ist auch dieser Putsch so abgelaufen. Ich meine, das, was der Lukaschenko gemacht hat, meiner Meinung nach, also ich bin mir noch nicht sicher, ob das ein richtiger Putsch war oder eine Aktion, die einen Oscar verliehen bekommen verdient. Weil jetzt haben wir Wagner-Truppen in Weißrussland. Weißrussland-Problem war und auch, was die Opposition immer gesagt hat, Lukaschenko zieht euch in den Krieg, also die weißrussische Bevölkerung, und deswegen muss er weg. Der muss weg, weil sonst seid ihr auch in diesem Krieg, dann werden Weißrussen töten, also und sterben, und jetzt kommen die Truppen. Also ich habe jetzt Nachrichten, also Satellitbilder von einem Wagner-Lager in Ukraine, da sind 300 Zelte, jeweils 50 Mann. Kann man sich ausrechnen, wie viele das schon sind. Und ich glaube nicht, dass sie gerade nach dem 24. gebaut worden sind. Also es ist auch die Rede von, also dieser, wo der Lukaschenko über, das kann ich ja nur verstehen als Russischsprachige, wo er über Telefonat mit Prigozhin spricht. Also für mich war das gestellt. Also so wie er da darüber erzählt, das war, also er hat es nicht freigesprochen, nicht über das Geschehen, sondern er müsste ein Geschehen beschreiben. So, ich mag mich irren, aber für mich scheint das immer noch, entweder war das wirklich so ein Psychergang von Prigozhin, und dann hat Putin und Lukaschenko das so eingetütet, dass es noch für den Westen noch schlechter wird, als sie erwartet haben. Also in militärische Lage. Erstmal, die Ahmad-Truppen wurden verlegt nach Rostow und Belgorod-Gebiet. Zweitens, die Wagner-Söldner mit Waffen, mit allem nach Weißrussland. Also erstmal Atomwaffen stationieren, jetzt Wagner-Truppen. Das ist ja alles nach und nach. Und hier im Westen haben sich ja so gefreut, dass einer einen möglichen Blutbad einrichtet. Ne? Also unsere Medien, ne? Also Russland wird geschwächt. Und dann haben sie realisiert, also, weil genau Prigozhin wollte seine Panzer in Berlin haben und das zu beenden, also richtig zu beenden, den Westen zu besiegen, ne? Und dann noch Amerika. So, weil er sagt, das hört nie auf, weil wir haben schon im Zweiten Weltkrieg haben wir schon, dann Gorbatschow hat die Vereinigung, Übernahme, Einnahme oder wie das heißt, den Deutschen geschenkt, und trotzdem liefern die jetzt Panzer. Das heißt, wenn so einer als Prigozhin, der Tausende von seinen Soldaten an der Front verloren hat und vielleicht auch seine persönlich bekannten Menschen, Generäle oder Kommandeure, der an die Macht kommt und auch noch ein riesen Atomarsenal besitzt und viel noch anders, Russland hat ja noch weit nicht alles in Ukraine verwendet, und dann hat wohl auch mal so eine Angst in unserer Regierung, und das war auch diese Regierungserklärung, was wir abend am gehört haben, also sehr, 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 also sehr nüchtern haben sie den Putsch in Russland gesehen. Niemand hat eingegriffen, sogar auch die Ukraine haben keine große Manöver an der Front gemacht. Alle haben gewartet. Und also man muss mir nur vorstellen, also das sagen wir ja alle schon seit dem Anfang des Konfliktes, der muss möglichst schnell beendet werden, sonst besteht die Möglichkeit, dass nicht so ein ruhiger und plötzlich nicht als Diktator handierter Putin durch so einen als Prigozhin, und es gibt jetzt, also ich kenne sehr viele Prigozhins in Russland in der Position, die sagen, der Putin ist zu weich in der Sache. Und wenn die dann an die Macht kommen, morgen oder übermorgen, dann kann sich Europa warm anziehen. Sergej, da gehen wir gleich nochmal in dieses Thema speziell rein. Also für mich haben Sie jetzt drei Themen ergeben. A, Wilhelm, also dass er die Spaltung der russischen Bevölkerung oder das Stimmungsbild da mal abzeichnet. Und dann geht es auch in die strategischen Konsequenzen, die du gerade angesprochen hast. Aber zunächst war ja die Frage nochmal, ob es legitim ist. Also die Söldnergruppe, das ist eine private und die ist eigentlich per Gesetz verboten in Russland. Das muss man ja mal sagen. Aber wir wissen auch, dass es etwa 1 Million
Dollar Investitionen, diese private Söldnergruppe mit der kompletten Ausrichtung und den Waffen gab. Also nicht eine Million. Also für ein Jahr in der Ukraine haben die 86 Milliarden Rubel gebraucht. Das ist eine Milliarde Dollar. So, und nur mal zum Vergleich: USA gibt am Tag 2 Milliarden Dollar. Also da sind sie ja relativ günstig, ne? Also für Militärs insgesamt am Tag 2 Milliarden Dollar gibt nur USA. Natürlich ist es ein Problem, wenn du in so einem schweren, also historischen Moment eine separate bewaffnete Truppe hast, die viel aggressiver ist, natürlich auch durch die Fronteinsatz, als die Regierung selbst. Aber die Regierung von Russland ist ja nicht nur Russland, sondern wir wissen ja, China, Indien, Afrika sind auf der Seite Russland in dieser Politik. Und Politik besteht ja daran, in Ukraine Westen zu schwächen oder ihm zu zeigen, wir wollen eine multipolare Welt haben, nichts mehr Imperie USA, Imperie Briten oder halt die Vasallen in Europa, sondern wir wollen auch Europa auch mal frei von Washington machen. Und das kann man nur mit langfristiger und langdauernder Politik machen und nicht mit schnell Ukraine annehmen und dann mit an der Grenze von voll bewaffneter von Amerikaner Polen stehen und dann Deutschland. Sowieso keinen anderen Weg, als aus diesem Krieg per Verhandlung rauszukommen. Und das wird immer gefährlicher, je mehr wir davon hören. Es sind 350.000 junge Männer. Ich finde, also auch immer darüber zu reden, wer von was einen Vorteil hat. Ich finde das unglaublich, dass das möglich ist im 21. Jahrhundert mitten in Europa, dass auf sozusagen Aztekentempeln die Jugend geopfert wird. Ich finde es unerträglich. Ja? Und das sollte gestoppt werden, dass Friedensverhandlungen, wenn sie losgehen wie in Istanbul, dass da Boris Johnson kommt, das ist ein, sollte ihm ewig anhängen. Ja? Und darüber sollten wir reden. Wir müssen irgendwie aus diesem Konflikt rauskommen. Ja? Also das ist, es gibt keinen militärischen Sieg. Das haben wir auch gesehen. Es wird, man kann Russland nicht besiegen. Das ist eine Atommacht. Russland hat es also sozusagen auf der anderen Seite wird, wir haben diese ganzen, erst waren es die Panzer, also in dem Moment für die Leopard-Panzer, wer will, dass die Ukraine siegt, muss die Leopard-Panzer liefern. Jetzt sind sie da, werden abgeschossen, dann wird über F-16 geredet und so weiter. Das wird, der Westen macht ja auch, das muss man sich auch drüber im Klaren sein, den Artikel haben wir gar nicht besprochen, das war jetzt Max Blumenthal, das ist ja ein unglaubliches Geschäft. Ja. Also das heißt, wir haben so, wenn ich diesen Vergleich mal bringen darf, wie bei Covid haben wir so Drehtürgeschäfte, wo Leute, die in der Politik, der Außenminister der USA, der Verteidigungsminister war bei Raytheon im Vorstand und wird auch dahin wieder zurückgehen. Und die partizipieren sehr stark daran. Wenn wir 100 Milliarden Sondervermögen, Sonderschulden, das ist kein Vermögen, sind Schulden, ausgeben, dann wird davon ein Großteil in die US-Waffenindustrie und zum Teil auch in die deutsche Waffenindustrie gehen. Also das sind Geschäfte. Es ist wie im Ersten Weltkrieg mit dieser Karikatur Merchants of Death. Und deswegen habe ich eigentlich auch kein Interesse an militärischen, also mir das vorzustellen, sondern das muss beendet werden. Es wird sowieso diplomatisch geendet werden. Und auf dem Weg, es ist einfach rasend gefährlich. Wir kommen ja noch dazu, diese ganze Situation, es sind Hasardeure unterwegs, es sind Leute unterwegs, die der Meinung sind, man hat bisher mit diesen Methoden, ist man gut vorangekommen, ein kalter Krieg, Betäuschung, dann mit diesen Rabiat-Methoden. Und wer hart genug ist, der ist in der Lage, den Sieg einzustreichen. Das ist alles. Also ich habe jetzt ein paar Mal schon gesagt, eigentlich, wenn ich es mir angucke, würde ich sagen, der Westen muss weg. Ja? Der hat verspielt. Der hat seine Legitimation verspielt. Er hat sie in großen Teilen der Welt auch verspielt. In Afrika ist das flächendeckend, kann man sagen, hören die da nicht mehr zu, was da gesagt wird. Und das völlig zu Recht. Und es ist jetzt spannend, was danach kommt. Aber wir sind auf dem falschen Pferd unterwegs. Und diese ganze Situation muss beendet werden. Sie wird auf die eine oder andere Weise beendet werden. Und ich hoffe, ohne einen riesigen Knall mit einem Rauchpilz, weil das könnte auch noch passieren. Diese Spirale, es ist ja zwangsläufig, ne? Und je länger der Krieg dauert, umso mehr wird diese Spirale weitergehen und auf immer höherer Stufenleiter. Genau aus dem Grunde sagen natürlich auch gewisse Hardliner, in Russland, wie Alexander Dugin,
Es hat gar keinen Zweck, jetzt irgendwo einen Verhandlungsfrieden zu machen. Sieh dir Minsk 1 oder 2 an. Katastrophe, genau. Da wird nur einfach Zeit gewonnen, und damit der Westen wieder neu sich sammeln kann und seine Vasallen neu ausrüsten kann. Also Dugin hat gesagt, ich bin fester Überzeugung, dass ein Waffenstillstand nicht zu erreichen ist. Wir könnten dadurch mit einer Situation konfrontiert werden, die so schlimm ist, dass sie Russlands komplettes politisches System zum Einstürzen bringen. Das ist, es ist halt im Prinzip wie die Szenerie in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Es wird irgendwann ein solcher Druck ausgeübt, dass das einfach auch die innere Konsistenz eines Systems kaputt macht. Und darum sagen halt, sage ich mal, die Scharfmacher, nenne ich sie mal so, auf der russischen Seite, sagen, wir können nicht länger warten, wir müssen jetzt Fakten schaffen, bevor der Westen diese Spirale noch weiter anleiert und der Westen noch mehr Luft hat, nachzurüsten. Wir sehen ja, dass dauernd, ich bin gestern wieder Rad gefahren, was war da, ein Zug parallel, voll mit Panzern Richtung Osten. Es ist eine Entwicklung, die sich immer weiter steigert. Und das ist natürlich, ich sag mal, das hat auch natürlich einen gewissen Realitätsgehalt, wenn Leute wie Dugin sagen, wir müssen jetzt den totalen Krieg machen. Aber ist es auf der anderen Seite, von meiner Sicht aus, vom Stärkeverhältnis her, wäre das also ein glatter Suizidalgang, weil dann doch, denke ich mal, die westliche Wertegemeinschaft, die hat ja, es wird ja immer gesagt, Russland hat ja überhaupt noch gar nicht seine Krallen gezeigt. Das war so ein bisschen so ein kleiner Stupser, ne? Aber der Westen hat ja auch überhaupt noch gar nichts gezeigt, was er kann. Und von daher ist das wahrscheinlich auch ein Hazardspiel, und wo sich dann wiederum die Scharfmacher im Osten und im Westen gegenseitig eigentlich de facto eher in dieser Spirale befinden. Also das ist eine schwierige Situation, und ich bewundere natürlich Putin auch, der wie Franklin Delano Roosevelt in den 30er Jahren natürlich in einem total fragilen Machtgefüge ist in Russland. Das ist ja, er ist ja nicht der Diktator, er ist nicht der König, sondern er muss jeden Tag gucken, wie er die verschiedenen konfligierenden Kräfte in Russland neu bespaßt und neu auf einen Konsens bringt. Also eher eigentlich wie ein Wanderkaiser im Mittelalter. Und das ist schwierig, und wie er das hinkriegt, auch nervlich. Wir haben ganz persönlich beobachtet, wie er das hinkriegt, immer noch keine Falten im Gesicht zu haben, so wie ich, bei dem Stress. Also ich staune über den Mann. Es ist auf jeden Fall, wie schon vorher gesagt wurde, beten wir, ich bin kein Christ, beten wir sozusagen atheistisch dafür, dass Putin nichts passiert, dann passiert uns auch vermutlich nichts. Ja. Also du gingst aber auch in einem Artikel, wir werden sehen, dass du dich gemeldet hast, aber vielleicht kannst du darauf dann gleich eingehen, von einer, mein Lieblingswort, Bifurkationspunkt. Also Dirk sagte ganz einfach Gabelung, Endepunkt. Und da zitiere ich mal die Einleitung seines in der letzten Woche erschienenen Artikel, den er schrieb, weil er die Stimmung in der Bevölkerung aufnehmen wollte. In der Tat ist die akute Phase der Ereignisse vom 20. Juni überwunden, aber noch ist nichts völlig vorbei. Es müssen jetzt konkrete Maßnahmen der Behörden folgen, die das Bild klären, und erst dann wird es ein Mindestmaß an Klarheit geben. Zwischenzeit ist es vielleicht verfrüht, sich zu den Bedeutungen dazu zu äußern. Da der gesamte Prozess noch nicht abgeschlossen ist, kann das Ergebnis anders ausfallen. Was begonnen hat und weitergeht, macht es am Ende einen Sinn, aber nicht vorher. Man weiß nicht, was passieren wird, wenn sich eine solche Kette von Ereignissen entfaltet. Eine ausführliche Analyse steht noch an. Er führt dann weiter aus, aber was am 24. Juni 2020 geschah,
war der erste Akkord einer ungeheuren Katastrophe. Es war ein Unfall der russischen Staatlichkeit, der im allerletzten Moment vermieden wurde und zwar zu einem sehr hohen Preis. In Bezug auf Paretos Elitentheorie wird dasselbe als Konflikt zwischen Eliten und Gegeneliten beschrieben. Wenn die Elite, die bereits an der Macht ist, nicht über ausreichende Machtqualitäten verfügt, wird sie früher oder später unweigerlich von der Gegenelite verdrängt, die nicht an darf, aber über Machtqualitäten im Überfluss verfügt. Und schließlich stellte sich scharf die Frage nach Legalität und Legitimität, haben wir auch gesprochen. Die Rebellen radikalisierten das Problem aufs Äußerste, brachten es aber nur zur Sprache. Sie hielt keine endgültige Genehmigung. Aber jetzt ist sie schon hier bei uns und wir können ihr nicht entkommen. Jetzt ist der Wendepunkt. Frage, hat Prigozhin Putin den Anlass und die Handlungsgrundlage geliefert, um endlich gegen die liberale Gegenelite Russlands bis in die höchsten Entscheidungsebenen hinein vorzugeben? Warten große Teile der Patriotischen und die Mehrheit der Bevölkerung auf eine Entscheidung von Putin? Wilhelm, schätzt das doch bitte mal ein und verbinde es vielleicht auch mit dem von dir erwähnten Themenkomplex, mit der gewissen Spaltung in der russischen Gesellschaft. Also ich brauche diese beiden Dinge, auch diese Gegenelite, ist mir nicht so ganz klar. Ich weiß nicht, ob es euch klar ist und wer da eine Rolle spielt. Das ist mir unbekannt. Also da kann ich im Prinzip an Hermann anschließen und auch an diesen Artikel, den du eben zitiert hast, von Dugin. Dazu muss man erstmal wissen, in welcher Art und Weise die Bevölkerung da gespalten ist, weil Russland ist genauso wenig homogen wie Deutschland homogen ist. Nur wie sich denn gezeigt hat, ist da offenbar die russische Regierung etwas fähiger, was gegen die Spaltung des Volkes zu machen, als die deutsche Regierung fähig ist. Aber naja, die deutsche Regierung wird dann schon sehen, was sie davon hat, wenn sie die Bevölkerung mal weiter spaltet. Aber bleiben wir bei Russland, da ist diese Fronten, wenn man die mal so bezeichnen will. Also Hermann hat was von, oh, jetzt zeigt den Begriff vergessen. Also da heißt es, die nennen sich eher Patrioten, also diese mehr radikalere Front, von der Hermann ja auch gesprochen hat. Und die anderen firmieren so langläufig in Russland unter dem Begriff Liberale. Also wie ist das jetzt zu verstehen? Die Spaltung in der russischen Bevölkerung geht sowohl durch die Generationen als auch durch die Territorien, als auch durch die Schichten von der einfachen Bevölkerung bis zur Führung. Das heißt, diese Hauptunterschiede bestehen eben mal in diesem patriotischen Flügel, der also Trump würde sagen, USA first, also Russland first sozusagen, also dass man mehr was für die Stärkung der eigenen Nation tun will. Das liegt auch mit auf dem Weg, den Putin eingeschlagen hat mit dieser neuen Weltordnung, die ja darauf beruhen soll, dass Nationalstaaten gestärkt werden, die sich dann gleichberechtigt miteinander Handel treiben, miteinander Politik führen und so. Ich vergleiche es immer mit dem RGW damals zu Zeiten des Sozialismus, wo es ja auch diese Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe war, dass man sich auf Augenhöhe begegnet ist. Also das Gegenmodell zum Globalismus, wo es immer darum geht, Konkurrenz ausschalten und Rohstoffe erobern, wenn man sie nicht selber hat, Staaten plündern, Regierungen absetzen, die einem nicht passen, ist also so dieses Gegenmodell. Und diese Haltung, die spaltet sich also auch in der Bevölkerung, dass die einen diesem Modell hinterherhängen oder favorisieren, dass sie das gerne hätten, was sich denn auch gegen bestimmte Eliten in Russland richtet. Also da stellen viele die Frage, warum müssen Millionen von Menschen, die 99% täglich zusehen, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten, während 500 Leute in Russland da ja nicht wissen, welche Yacht und welche Schlosse sich denn nur als nächstes kaufen wollen. Also das ist so eine soziale Diskrepanz, die da herrscht und eben auch diese ideologische, wo man sagt, wir, die einen wollen eben diese neue Weltordnung haben und die anderen wollen eigentlich ja den Westen haben, so wie die Ostdeutschen vom Westen geträumt haben. Also wenn der Westen kommt, der jetzt uns gut, dann haben wir Westgeld und dann ist alles schick und alles ist fein. Glaubt doch niemand mehr.
Die Zeit ist vorbei. Diese Zeit ist vorbei. Ja, die Zeit ist vorbei. Aber es gibt eben noch Anhänger dieser Weltanschauung, dieser Ideologie. Und da gibt es also, wie gesagt, diese Spaltung eben mal von Generationen her. Also die jüngere Stadtjugend, vor allen Dingen die studentische Jugend, die hängt mehr so diesen westlichen Idealen hinterher, sind aber von der Anzahl her in der Minderheit der Jugend, weil der größte Teil ist ja Landjugend, eben auch Kleinstädte und so weiter. Und die hängen eben mehr dieser Idee von der neuen Weltordnung und vom neuen patriotischen Staat da an, wie eben auch durch Putin und die oberste herrschende Elite da vertreten wird. Wenn man so die Umfragen sieht, das ist eigentlich relativ stabil in den letzten Jahren, dass von der Bevölkerungsanzahl etwa 80% eben die politische Richtung von Putin unterstützen und von seiner Regierung. Und was jetzt Dugin meint mit der Gegenelite, das hängt einfach damit zusammen, dass in den russischen Eliten, der Anteil, da habe ich jetzt keine verlässlichen Zahlen, ich kenne es nur vom Medien- und Filmbereich, weil ich ja damit zu tun habe, da liegt dieser auch Fernsehbereich, also Massenmedien, Fernsehen, Zeitungen, Film, Kino, da ist der Anteil der sogenannten liberalen Eliten, die eigentlich ja nicht so diese Idee von der neuen Weltordnung vertreten und auch nicht von dem Nationalstaat, sondern die eher mehr mit dem Westen liebäugeln und weiß nicht, ob sie die Zeiten von Jelzin wieder haben wollen, keine Ahnung, also irgendwie mehr westliche, dass die westliche Zusammenarbeit, dass sie da irgendwie die alten Zeiten wieder zurückkommen, die Liberalen, also der Anteil bei denen in dem Bereich liegt da etwa bei 80%. Das heißt, die Eliten, die Putins Haltung der neuen Weltordnung vertreten, sind personell eigentlich in der Minderheit. Und das ist so dieser große Diskrepanz, die da stattfindet. Also so eine Leute wie Wagner haben eine große Unterstützung im Volk, aber wenig Unterstützung in den liberalen Eliten, aber wieder Wohlwollen auf der höchsten Führungsebene. Also da reibt sich das alles, ja. Bevölkerung, herrschende Elite und die Gegenelite dazwischen. Ich hoffe, dass ich mich da ein bisschen klar ausgedrückt habe, dass man das Problem versteht. Das heißt, insofern war die Entscheidung von Putin, das alles friedlich zu regeln und aber auch keine Waffen einzusetzen, auch keine Strafverfolgung einzusetzen, das ist eine ganz kluge politische Entscheidung, die zeigt, dass er die Sache völlig im Griff hat. Weil was wäre denn die Konsequenz gewesen? Eigentlich genau genommen, wenn man jetzt erbarmungslos zugeschlagen hätte auf die Wagner-Leute, hätte man jetzt aus meiner Sicht einen Bürgerkrieg von oben ausgelöst, ja, nicht von Putin. Das wäre ein Zeichen der Schwäche gewesen. Ja, also genau. Was er gemacht hat, ist das Gegenteil eines Zeichens der Schwäche. Jemand, genau, der in so einer Situation so flexibel reagieren kann, ist alles andere als schwach. Also die, genau, Schwäche wäre gewesen, mit brachialer Gewalt und dann in diesen Konflikt reinzugehen. Und das, also ich bin vollkommen d'accord mit dir. Und ich finde, was auch noch zu beachten ist, dass die Gesamtsituation drumherum, es hat ja, gibt ja nicht nur die Akteure, sondern auch die Leute drumherum, also der globale Süden. Und die Entwicklung koppelt sich vom Westen ab. Diese Leute, also Afrika, braucht niemand erzählen, Südafrika haben sehr gut in Erinnerung, wer sie unterstützt hat. Das war Schweden und die Sowjetunion. Und wer die Apartheid-Regierung unterstützt hat, kann man auch in vielen Videos nachgucken. Die Iraner werden sowieso nie wieder irgendeinem Amerikaner sozusagen trauen, wenn er guten Tag sagt, dass er das auch meint. Das ist auch vorbei. Und das ist sozusagen bei uns, wir sind ja auch mittlerweile dabei, wir haben es geschafft mit solchen Genies wie Angela Merkel, die dann sagt, wir haben 8 Jahre lang gelogen oder ich weiß nicht wie viele Jahre, 2014, ja, 8 Jahre haben wir gelogen. Wir meinen das alles gar nicht so ernst. Wie soll man mit uns jemals wieder verhandeln? Ja, also das heißt, welchen Effekt löst man damit aus? Das ist alles der helle Wahnsinn. Deswegen sage ich, der Westen muss weg. Er hat gar keine Chance mehr. Und drumherum, also das heißt, drumherum bröckelt das weg. Es, was für mich viel interessanter ist als dialektischer Vorgang, ist, dass eigentlich
eine Situation, also sowas wie ein Klassenbewusstsein in Russland. Also muss ich ja vorstellen, nötig ist, um den Satz fertig zu machen. Ich mache meine Sätze nie fertig. Wir haben, also die Sowjetunion wurde immer dargestellt, gefährlich, weil totalitäre Ideologie und kommunistisch. Dann werden sie kapitalistisch, aber sie werden mit den gleichen Argumenten wie vorher als gefährlich bezeichnet, woran man sieht, dass es darum überhaupt nicht ging. Aber dieses Problem, was Russland jetzt intern hat, nämlich diese Superreichen, diese Abstände, also diese ganzen Philanthropen, die ganzen, sie haben ja Bill Gates mal 500 auch, ja. Also das wird in Zukunft ein Problem sein, wie man damit umgeht, weil diese Leute haben auch mit der Entwicklung im globalen Süden, die nicht in diese liberale Entwicklung geht, werden sie ein Problem haben. Also da gibt es noch sozusagen eine Stufe oben drüber, die ich bei Dugin jetzt gar nicht gehört habe. Und ich warne davor, Dugin hat seine Tochter durch einen Terrorakt verloren. Das ist immer sozusagen, das muss man mitbedenken bei sowas. Also Leute, die, für die ist das Leben in gewisser Weise in sozusagen, also sein Fixpunkt ist da getötet worden. Und also die Ratschläge würde ich nicht von Traumatisierten so gerne hören. Er ist ein sehr kluger Mann, aber das ist auch was bei uns ja gar nicht beredet wurde, ja, also gar nicht erkannt wurde, was da eigentlich abläuft. Also was diese Massaker, die da von ukrainischen Terroristen begangen werden, dass wenn jemand Friedensverhandlungen macht, wird der Vizechef vom Geheimdienst, der eigene, wird kalt gemacht, ja. Das ist ja ein, also was ist das? Man kann auch an dieser Seite, ich will das mal, an dieser Seite kann man vorführen, ja. Uns hat man die ganze Zeit gesagt, Antisemitismus, wenn irgendwas auf 300 Meter damit in Verbindung gebracht werden kann, ganz fürchterlich. In der Ukraine laufen Nazis mit Hakenkreuzfahnen rum, die treffen sich mit Marie-Louise Beck, alles in Ordnung. Für mich ist das so reloaded. Ich kenne das aus meinen Studien über den Kalten Krieg, da gab es Operation Aerodynamic, da wurden die ganzen Nazis eingesammelt in Osteuropa, damit man gegen den Kommunismus vorgehen konnte. Und jetzt gibt es das genau das Gleiche. Das heißt, wir haben überhaupt keine Werte. Unsere Werte werden jeden Tag neu nach Pragmatismus, wie es dem Imperium liegt, neu festgelegt. Und dann soll man da hinterherrennen und dafür mitmachen. Und dafür gibt es eben genügend Leute in der Welt. Und wir werden die Letzten sein, die es kapieren. Das ist dann sozusagen durch eigene Schulden die Kacke geraten, wie man in Sachsen sagt. Ja, aber also ich will jetzt nicht den großen, ganz großen Bogen, aber das finde ich interessant. Russland wird sich damit beschäftigen müssen, was machen wir mit diesen Leuten, die unter Jelzin so reich geworden sind und die dann angefangen haben, Politik zu machen. Das sind die Leute, die jetzt in den USA Politik machen. Davon müssen die sich befreien. Ja, ja, das ist ja im Prinzip das, was Dugin ja meinte, dass er also diese Gruppe, die du gerade beschrieben hast, dass die, von der eine große Gefahr ausgeht, weil das ist ja so formuliert, dass es gibt zwar eine Machtelite, so hat es ja Dugin formuliert, aber noch eine Gegenelite, die auch über eine enorme Macht verfügt. Und das ist so. Da hat er recht, das wollte ich nicht kritisieren. Vielleicht ist das falsch rübergekommen. Nee, nee. Also, okay. Nee, ich habe es ja nicht als Kritik verstanden, sondern bestätigt das, ne? Also du hast es ja im Prinzip ja selber benannt. Auch Hermann, also insofern, das ist der Fakt, mit dem man es da zu tun hat. Und Dugin hat aus seiner Sicht den Schluss gezogen und eben auch viele, wie gesagt, die sich selber ja patriotische Kräfte nennen, was ja Hermann schon angesprochen hat, dass die sozusagen, und das ist der Wesensinhalt von Dugins Artikel, dass sie sagen, das wäre jetzt der Moment, wo man sagt, Prigozhin hat gezeigt, da gibt's, man kann auch anders, man kann das auch viel energischer und brutaler und sonst wie durchziehen. Jetzt wäre doch der geeignete Moment, und das meint Dugin mit diesem Scheidepunkt, dass man jetzt gegen diese liberalen Eliten in Russland vorgehen könnte. Und das hat eben Putin nicht gemacht, und das ist aus meiner Sicht eben auch so ein genialer staatsmännischer Akt, dass er weder gegen die eine Seite total losschlägt, noch gegen die andere, weil damit würde man das Volk ja völlig spalten und dann hätte man Bürgerkrieg. Also insofern ist er aus meiner Sicht da völlig gestärkt hervorgegangen. Das ist wieder eine Sache, die entweder die westlichen Interpretatoren nicht begreifen, das kann das eine sein, weil man alle reden über Russland, keiner versteht's. Oder das ist wieder wie immer, das kennt man ja aus westlichen Massenmedien und aus der westlichen Politik, reines Wunschdenken, dass da angeblich Putin jetzt hier geschwächt wäre. Also was davon werden, ob das nur Fehlinterpretation oder Wunschdenken, kommt auf selber raus, es betet völlig an der Realität vorbei. Also insofern muss ich sagen, hat Putin da wirklich gezeigt, was er eigentlich für ein Staatsmann ist, auch für die Bevölkerung.
Wilhelm, der hatte auch in seiner Rede gesagt, dass er hat extra die Wagner-Truppen so lange nach Moskau fahren lassen, damit sie sich was überlegen. Er hat also Zeit gegeben, hat auf Zeit gespielt. Aber ich möchte über diese liberale Eliten ganz kurzen Satz sagen, weil, also, wo die, diese, wie die Russen sagen, Spezialoperation angefangen hat, hat ja Russland, also, wo die ersten Einberufungen stattgefunden hat, die Mobilisierung, haben ungefähr, also nach unterschiedlicher Angaben, ja, 1 Million junge Menschen raus aus Russland. Manche kommen jetzt zurück, aber es gab ja auch eine, ja, keine große Welle, aber doch eine Welle von Flüchtlingen, die beim Fernseher, also bekannte Moderatoren, also Schauspieler, die sind auch geflüchtet, und zwar mit Worten: Ich möchte in keinem Land leben, der einen Krieg gegen einen anderen Nachbar führt. Und wo sind die hin? Nach Israel. Guten Tag. Ja. Also der Dugin spricht ja da von zwei Punkten in seinem Artikel, von einem guten Drehbuch, und er spricht davon Personalentscheidungen für bestimmte Abteilungen. Und der zweite Punkt ist also das schreckliche Szenario, lassen Sie alles so, wie es ist. Aber ich möchte auf einen wichtigen Punkt nochmal eingehen, den der Wilhelm gerade erwähnt hat, was er zur Bevölkerung gesagt hat und die Ausrichtung, auch wenn sie in der Minderheit sind, der jüngeren Bevölkerung, auf den Westen. Ich glaube, die machen das jetzt durch, was vielleicht auch die Ostdeutschen zum Teil da durchgemacht haben, und die dann auch in der Konvenz all die verknüpfenden Peripherie-Themen gar nicht auf dem Plan hatten, was sich dann auch ändern kann. Und ich möchte aber gerne noch mal den Hermann fragen, weil das ist ein Thema, was, wir haben das schon mal kurz besprochen. Ich glaube, du hast auch schon mal einen Artikel veröffentlicht, aber wolltest noch mal genauer reingehen. Da geht es immer, ich höre das bei Markus Krall, auch wenn er da in der Finanzwelt sicherlich ganz gute Ableitungen trifft. Aber, und auch beim Hans-Georg Maaßen hörte ich das letzte Mal in Koblenz, hat da einen Vortrag gehalten. Er spricht immer von, wir wollen keinen Kommunismus, oder der Kommunismus ist ja prinzipiell nur eine Vision gewesen. Auch Stalin war für mich kein Kommunist, wenn, dann kann man als Stalinist bezeichnen. Ich sage da nochmal dazu. Aber die, auch Russland hat ja so eine, ich sag mal so eine Art soziale Markt, ich meine, jetzt habe ich den Namen vergessen, was nach Adenauer dann angestrebt wurde, hier, oder nach Ludwig Erhard im Westen. Sie sprechen immer bei der Ampelkoalition, bei dieser Regierung, von einem Weg, also dem Totalitären, klar, das würde ich sogar noch das unterstreiche ich, aber von einem sozialistischen Weg. Und der sozialistische Weg ist es also nicht. Und das müssten wir vielleicht mal für all jene abgrenzen. Totalitarismus gab es in unterschiedlichen Gesellschaftsformen. Und es ist vielleicht jetzt dieser Schritt, den auch in der Sowjetunion vielleicht viele Junge lernen müssen, weil sie möchten natürlich in die Welt reisen, sie müssen sich bilden, sie möchten diese Dinge besitzen. Aber da gibt es große Verwerfungen dann auch, wenn man das gesamte Paket nimmt, und man muss da sehr vorsichtig sein. Könntest du, Wilhelm, das vielleicht nochmal umreißen und Hermann zu dieser absurden Idee, wir würden in den Kommunismus oder in den Sozialismus mit der derzeitigen Entwicklung gehen, rauschen? Das ist überhaupt nicht der Fall. Wir sind in echt ganz anderen Bedingungen. Also, Wilhelm. Ja, vielleicht nur kurz dazu. Ich denke, dass da, ich habe ja sehr viele von diesen jungen Leuten kennengelernt, also auch in verschiedenen Regionen in Russland, gerade so aus der studentischen Jugend, die sich überhaupt gar nicht in staatliche Medien informieren und so weiter. Die sind da völlig weg. Die haben ihre Kanäle, ihre Internetkanäle, aus denen die sich informieren, die in der Regel in Polen, in Litauen, in Estland oder irgendwo sonst wo sitzen, ja. Und die wahrscheinlich so ähnlich manipulieren, wie das Westfernsehen damals zu DDR-Zeiten gemacht hat, die da so eine, die blühenden Landschaften sozusagen da versprechen und die Freiheit und den Himmel auf Erden, und die dadurch irgendwie, naja, ein bisschen
ja, verblitzt werden, würde ich das mal so formulieren, ne? Und während gerade so die ländliche oder kleinstädtische Jugend wahrscheinlich noch eher am Leben dran ist, also nicht Homeoffice mit Computer, sondern noch mit den Händen arbeiten und die da vielleicht mehr eine Realität, Bezug zur Realität haben und dadurch auch ein bisschen anders denken. Aber naja, also ich sehe da jetzt im Moment nicht so einen Trend, dass das eine weniger, das andere mehr wird. Also ich denke, das wird so ähnlich in dieser Position oder in dieser Verteilung bleiben. Und wovon Putin oder Dugin spricht, also diese Damoklesschwert, was er da beschwört, also dass das in einer Katastrophe enden wird, ich denke, da hat Dirk sicher auch recht, dass er ein Mensch ist, der ja selber auch durch persönliche Schicksale getroffen ist. Aber davon mal abgesehen, diese Haltung hat er vorher ja auch schon gehabt, dass er die Befürchtung hat, und das bezeichnet er als Katastrophe, dass wenn man jetzt nicht gegen diese liberalen Eliten und auch gegen diese Oligarchen und alle diese Leute vorgeht, die eigentlich wieder westliche Zustände haben wollen in Russland, dass die dann, weil sie ja auch zahlenmäßig nicht gerade wenig sind, dass die dann wieder Oberhand bekommen, und da besteht eben so die Gefahr, wenn das eintreten würde, dass man so eine Zustände zurückbekommt wie in den 90er Jahren. Und in den 90er Jahren. Also, Wilhelm, wollte ich ergänzen: also nicht die Zustände wie im Westen, sondern in Russland, wie es beim Jelzin-Zeit war. Genau. Also, dass er die Katastrophe. Das Westen wieder ausbeutet. Ne? Genau. Dass er also die Katastrophe befürchtet, dass wenn man denen nicht in die Hände fällt und wenn man deren führende Köpfe nicht irgendwie entmachtet oder was auch immer, dass dann irgendwann die Zustände wie in 90er Jahren in Russland wiederkommen. Und das wäre dann die Katastrophe, weil bis 99 stand ja Russland schon kurz vor dem totalen Zusammenbruch. Also das war so die letzte Gelegenheit, dieses Riesenreich da noch irgendwie zu retten, kurz vor dem Bürgerkrieg, wirtschaftlichen Zusammenbruch, finanziellen Ruin. Das hat man ja den ganzen westlichen Beratern, den Plünderern zu verdanken. Also das ist ja so ähnlich gelaufen wie im Osten, nur also im Ostdeutschland nur eben noch schlimmer. Und das ist die Katastrophe, die er befürchtet. Aber ja, ich kann ja jetzt. Naja, mir kommt es immer vor, dass es so eine Art Reloaded da gibt bei bestimmten Generationen. Immerhin DDR, die Wende war 30 Jahre her. Das muss man wirklich mal klarstellen, was hier so der eine oder andere da von sich gibt. Also wenn du da nochmal das ergänzen willst, oder der Hermann kann vielleicht dazu nochmal eben was sagen. Also wir laufen nicht, also das ist nichts, was mit sozialen Hintergründen oder humanistischen Hintergründen zu tun hat, was jetzt gerade die Grünen tun und die SPD nicht und die FDP ja sowieso nicht. Alles falsche das muss man Etiketten. Einfach darstellen. Das ist der Markus Krall, das ist ein Libertärer. Sozusagen, das ist der, die sind der Meinung, der Kapitalismus ist ja noch gar nicht richtig umgesetzt worden. Wir haben ihn noch gar nicht in seiner vollen Blüteform erlebt. Aber ich weiß nicht, warum ich sozusagen, wäre jetzt nicht der Punkt, auf den ich mich großartig verstanden. Du kommst ja da gleich das Ausflug, aber wir müssen, was wir da befürchten, was der Wilhelm da gerade erläutert hat, zur russischen Bevölkerung oder den zu Jungen oder wovor Putin warnt. Ich finde, das ist schon ein wichtiges Thema, und es hat auch mit Deutschland zu tun. Nur in Russland. Aber es wird eigentlich nie zum Thema gemacht, dass man das mal einfach mal klarstellt. Ne? Findet ihr nicht? Für Wilhelm klar ist, für den Blog, aber für den einen oder anderen Zuschauer ist das wahrscheinlich nicht so klar. Weil sie kommen immer wieder mit diesem Thema, auch der Maaßen da, bei der Turnier in Rheinland-Pfalz sogar, Freiheit statt Sozialismus. Ich meine, der Maaßen sprach einige gute Themen ab, die Regierung hier macht, und was auch auf der EU-Ebene hier in Form von Zensur passiert. Das ist wirklich finster und dunkles Deutschland. Aber reinweg muss man ja die Bevölkerung auch mal aufklären, dass das überhaupt nichts mit sozial und humanitär zu tun, juristisch. Also tun hat. Um das kurz abzufertigen, sozusagen, dass wir mal weiterkommen. Ja. Es ist einfach so, wie der Dirk schon gesagt hat, hier sind etliche Trittbrettfahrer in der Bewegung, die von außen kommen, sozusagen von der Tea Party,
und den ganzen marktradikalen Seilschaften, einschließlich Kochbrüdern und der Fossilwirtschaft in den USA. Und die erzählen hier irgendwelche oder recyceln irgendwelche kalte Kriegsgeschichten vom verderblichen Sozialismus und sonst was. Mein Gott, die Grünen, ich meine, was stürzen uns auf die Grünen? Das sind doch alle gleich. Das ist eine einzige große Allparteienpartei. Die sind sich doch einfach einig, dass sie die Ansätze der Kartelle, der internationalen Kartelle hier politisch umsetzen und den Leuten das verkaufen als irgendwie, ja, je nach Klientel. Die Grünen, ich war selber 4 Jahre bei den Grünen von 83 bis 87, da war es noch eine ganz andere Partei. Da wird natürlich immer noch das Wording genommen aus jener Zeit und wird versucht, diese Klientel zu bespaßen, aber da was ganz anderes drauf zu spielen. Also sozusagen, und ich war ganz andere Verpackung. Und ich sag mal, solche Leute wie Krall oder das sind ja alles Leute, die im Grunde uns Friedrich Merz in die Arme und damit letztlich BlackRock in die Arme schießen wollen. Und das brauchen wir jetzt nun wirklich nicht. Wir brauchen jetzt wirklich eine ganz ruhige, sachliche Abwägung. Wo kommen wir her? Und es ist einfach so, dass hier die Kartelle und die politischen Thinktanks und so weiter hier Pakete verkaufen, mitsamt der ganzen, Gender-Geschichte und so weiter, die ganzen Pseudothemen für die verzogenen Oberschichtkinder. Das alles brauchen wir nicht und müssen wir auch nicht weiter erörtern. Das ist ein Müll, der sowieso demnächst entsorgt wird. Und wir können uns, glaube ich, jetzt mal wieder auf die gefährliche Situation. Es geht ja letztlich darum, sein oder nicht sein, weil der Westen will es wirklich bis zur atomaren Konfrontation treiben. Mhm. Also wir haben im Moment sehr geringe Erwartungshorizonte für uns selbst, was wir erkämpfen können. Erkämpfen können wir unser Überleben. Darüber müssen wir sprechen. Gerne. Also dann würde ich doch mal nochmal den Spanien. Lukaschenko hat in dieser Mission also sehr gut vermittelt. Aber welche vorläufige Resultate für die Allianz des Westens zeichnen sich jetzt ab? Ich glaube, das ist der nächste Themenbereich, um den wir uns kümmern sollten. Also für Russland und für Amerika. Und vielleicht, Hermann, kannst du dann auch schon mal reingeben, was bedeutet das, also in der militärisch-strategischen Auswirkung, für den NATO-Gipfel ab dem 10. Juli in Vilnius? Kannst du da vielleicht etwas zu sagen? Ja, Vilnius, also da trifft sich dann wieder die NATO. Das sind mittlerweile ja 31 Nationen. Soweit hat es immerhin die westliche Wertegemeinschaft geschafft, oder vielmehr sagen wir die Five Eyes, also die angloamerikanische Oberschicht innerhalb dieser Gruppe, dass tatsächlich jetzt Europa fast geschlossen ist. Mit der Aufnahme von Finnland sind wieder etliche 1000 Kilometer direkte Grenze von der NATO auf Russland dazugekommen. Das ist eine enorm verschärfte und enorm gefährliche Situation. Und anscheinend auch die neue rechtspopulistische Regierung in Finnland wird daran nichts rütteln. Das auch gleichzeitig als Erwartung an die AfD. Das wird ja auch wie in Italien laufen mit Frau Meloni, mit der Schwesterpartei der AfD. Diese Leute sind die letzte Ersatzreserve für die wütend gewordenen Mittelständler. Und die werden auch alle wieder ins Pocket eingepackt und zurückgeführt in das NATO-Ticket. Und wir haben in Vilnius jetzt ein Treffen vom 10. bis 11. Juli, wo es darum geht, also es ist für die Ukraine und für Herrn Zelensky eine sehr wichtige Datierung, weil er muss dort zeigen, dass er tatsächlich, dass sich die Investition gelohnt hat. Dass tatsächlich er jetzt was geliefert hat. Bis jetzt waren die Ergebnisse eher bescheiden.
Deswegen schiebt er aber auch enorme Menschenmassen dort rein. Das ist ja fast wie im Irak-Iran-Krieg, wo die Iraner einfach Leute in Sandalen gegen Panzer haben laufen lassen und die Panzerfahrer, die irakischen, sind weinend zusammengebrochen, weil sie diese Situation überhaupt nicht ertragen konnten. Und das ist jetzt auch, es wird Menschenmaterial rangeschafft. Also Material bitte immer in Anführungszeichen. Was jetzt hier einfach verheizt wird, weil natürlich, man gucke sich doch mal an, was der Westen hier gebracht hat in der Ukraine. Ein Puzzle, ein Flickenteppich von unterschiedlichsten Waffensystemen, auf die man jahrelang ausgebildet werden muss, die nicht kompatibel sind. Es ist das A und O für eine Armee, dass sie eine homogene Bewaffnung haben. Und da jetzt so ein Flickenteppich, die armen Ukrainer sind wirklich richtig hier zum Untergang verurteilt. Und jetzt soll Selenskyj also aus dieser Situation vor die NATO treten und sagen, ich habe jetzt den Russen mal ordentlich gezeigt, was eine Hake ist. Das kann er nicht. Es ist auch gar nicht mehr erwartet. Der Plan B ist längst da, der Gestalt, dass eine Mitgliedschaft der Ukraine innerhalb der NATO jetzt in absehbarer Zeit nicht beabsichtigt ist, weil wenn man die Ukraine unterstützen will und man konstruiert den Bündnisfall, Paragraph 5, dann heißt das auch irgendwo den Konsens sämtlicher 31 NATO-Länder. Das wird man nicht erreichen, logischerweise. Jeder weiß, dass Erdogan von der Türkei blockieren wird und dass auch Herr Orban von Ungarn blockieren wird. Das heißt, man hat jetzt eine neue Konstruktion geschaffen, dass man der Ukraine eine Sicherheitsgarantie schafft. Eine Sicherheitsgarantie der Gestalt, dass auch mit nur einem kleinen Teil der Teilnehmer der NATO man jetzt in die Ukraine reingehen kann. Konkret polnische Truppen und die Truppen des Baltikums, also eigentlich die Staaten, die sich das am wenigsten leisten können, die in einer Auseinandersetzung den höchsten Blutzoll zahlen würden, denen es genauso ergehen würde wie der Ukraine. Und es ist bereits, sage ich mal, es sind erste Entwicklungen da. Und man versteht auch von daher, dass Weißrussland eben gerne mit Kusshand die rauen Jungs von der Wagner-Truppe aufnehmen und bei sich eine Basis bauen, um dort reinzukommen. Jetzt ist noch ein anderer Punkt. Also die NATO ist nicht mehr, wie der Name sagt, das nordatlantische Verteidigungsbündnis. Mittlerweile ist es ein Bündnis von Vasallenstaaten um Großbritannien und USA herum, die um die ganze Welt gehen und für den Finalkampf sich auch schon aufstellen gegen China. Deswegen werden in Vilnius Südkorea, Japan, Neuseeland und Australien dabei sein, die ebenfalls schon in dem AUKUS-Bündnis in Asien drin sind. Schon bei Air Defender, ne, haben die japanischen Streitkräfte mitgemacht. Das muss man sich auch mal reinziehen. Das geht also jetzt zu einem richtigen globalen Kriegsfinish, was da abgeht. Das Ganze findet in Vilnius statt. Wenn man mal auf der Landkarte guckt, es ist 40 Kilometer von Weißrussland entfernt. In dieser Situation eine prima Gelegenheit, auch die Bundesrepublik Deutschland noch tiefer in den Schlamassel reinzuziehen. Denn wie wir alle wissen, unser geliebter Verteidigungsminister Pistorius hat angekündigt, dass er 4000 Bundeswehrsoldaten in Vilnius stationieren wird, um dieses NATO-Treffen zu schützen, sozusagen als Security. Schon alleine diese Konstruktion zu unterstellen, dass Weißrussland oder Russland womöglich mit Marschflugkörpern dieses Treffen in Vilnius sprengen würden, ist eine solche Unverschämtheit und eine solche weitere Verschärfung der ganzen Konfrontation.
Das ist das, was uns da in Vilnius erwartet. Und in diesem Kontext sehen wir jetzt auch die ganze Geschichte mit Weißrussland, dass Weißrussland schon, weil die wissen das. Weißrussland und also Putin und Lukaschenko wissen das schon lange, dass jetzt auch die Westukraine in naher Zukunft mit in die Kämpfe einbezogen wird. Also da geht es um gar keine Schonung mehr. Da bleibt nichts mehr von der Ukraine übrig. Dazu kommt die atomare Option. Die beiden Senatoren, Lindsey Graham von der Republikanischen Partei und Richard Blumenthal von der Demokratischen Partei, haben einen Bipartisan Resolution eingebracht. Eine solche Resolution ist ein Gesetzentwurf. Und in dieser Resolution wird festgelegt, dass auch dann schon ein Angriffsfall auf die NATO besteht, wenn beispielsweise ein Atomkraftwerk im Bereich der Ukraine, wer denkt da nicht an Saporosche, undicht wird und dann nukleare Verstrahlung durch Wind- und Wolkenbewegung wie bei Tschernobyl Zentraleuropa und damit natürlich auch NATO-Länder erreicht. Das heißt, hier wird bereits die Blaupause für tatsächlich den atomaren Krieg gestrickt. Das wird dann durch beide Häuser des Kongresses gehen, das Oberhaus, den Senat, Unterhaus, das Haus, das Repräsentantenhaus, und wird schließlich von beiden unterschrieben, dann ist es ein Gesetz. Das heißt, dann ist quasi die USA zumindest und dann auch irgendwann perspektivisch alle Vasallenstaaten verpflichtet, atomar auf nur allein die Verstrahlung von Osten durch nukleare Partikel zu reagieren. Das heißt, diese Staaten sind jetzt in unmittelbarer Gefährdung. Wir haben dann einen Fall wie bei Butscha. Damals, als Boris Johnson nach Kiew kam und Zelensky unter Druck gesetzt hat, den Friedensvertrag mit Russland nicht zu unterzeichnen, sondern weiterzumachen, the show must go on, kam ja danach die PR-Aktion mit den angeblichen Gräueltaten der Russen in Butscha. Wir haben jetzt Saporosche als sehr empfindlichen Punkt. Da ist jetzt gerade schon der Damm gebrochen. Das war schon sehr gefährlich für das Atomkraftwerk, weil Kühlwasser könnte knapp werden. Wir sind noch gerade vorbeigeschraubt, weil das Auffangbecken für das Kühlwasser des Atomkraftwerkes Saporosche ist intakt geblieben. Das heißt, die Kühlung funktioniert, und in einer Koalition der Vernunft sind ukrainische Techniker und russische Security-Leute in einer konstruktiven Zusammenarbeit, um das Schlimmste zu verhindern. Wenn jetzt aber auch nur irgendein Marschflugkörper, sagen wir von der Ukraine, in diese Kuppel von dem AKW einschlägt und es dann ausströmt und man schreibt das dann Russland zu, dann haben wir aber hier die atomare, den atomaren Super-GAU. Es ist in dem Augenblick, wo wir mit diesen Nachrichten wieder konfrontiert werden, die Russen haben das Atomkraftwerk Saporosche bombardiert und jetzt sind wir hier alle in Europa atomar verstrahlt. Jetzt müssen wir was tun. Wer hat denn dann noch die Zeit? Wo sind dann wir kleinen Hanseln hier mit unseren paar tausend Followern, um die Sache richtig zu stellen? Das ist also ein Punkt, wo wir jetzt ganz massiv aktiv werden müssen, aufklären müssen und nicht immer nur reagieren, sondern proaktiv sagen, die und die Schachzüge sind von der westlichen Wertegemeinschaft zu erwarten und darauf müssen wir reagieren. Vielen Dank, Hermann. Ja gut, also nichts anderes wir ja seit... Aus technischen Gründen, also Sabine hat leider heute massive Internetprobleme, haben Sie schon gemerkt. Ich muss die Moderierung übernehmen. Wir haben ja noch eigentlich ein großes Thema, das ist das, was Dirk angekündigt hat am Anfang. Anscheinend gibt es ja ganz
interessante Entwicklung in Sachen Nord Stream 2. Ich meine, Lafontaine hat ja gesagt, die Amerikaner haben eine wichtige Energieversorgung der Europas gesprengt. Und das hat wahrscheinlich auch den Nord Stream 2 damals gemeint. Herr Pollmann, was ist da jetzt Interessantes rausgekommen und was könnte das für Deutschland und vor allem für die Regierung bedeuten? Wir wissen ja alle, dass Herr Scholz wurde schon nach Washington bestellt und dann gab es plötzlich die Ukrainer, die das gesprengt haben. Mit den neuen Erkenntnissen, könnten das die Ukrainer überhaupt gewesen sein? Ja, es ist jetzt an die Öffentlichkeit gegangen, ein Schweizer Physiker, der ursprünglich, also erster Abschluss war Geologie, dann physikalische Mathematik und dann Physik. Und der hat schon mehrere Monate jetzt, aber intern, also das heißt versucht in politischen Kreisen mit seinem Argument durchzukommen. Und zwar, dass der Bombenanschlag auf die Nord Stream 2 Pipeline nach den Daten, die vorliegen. Es geht tatsächlich um die Daten, also zum Beispiel die seismischen Daten, nur erklärbar ist mit einer riesigen Explosion, also nicht mit 60 Kilo oder 250 Kilo. Es sind verschiedene Zahlen sind genannt worden auf der Grundlage von aus dem Finger gesaugt, ja, sondern er spricht dann eben von mindestens 250, äquivalent 250.000 Kilogramm TNT-Äquivalent oder 2,5 Millionen auch. Also in diesem Sektor, das entspräche einer 1 Kilotonnen Nuklearexplosion. Und das ist eine sehr kleine Wasserstoffbombe, die gibt es mittlerweile. Er ist ausgegangen von zweiter Generation. Mittlerweile gibt es die vierte Generation, von der keiner so genau weiß, wie die gezündet werden. Eine Wasserstoffbombe muss eigentlich mit einer Atombombe gezündet werden. Das geht heute irgendwie anders, man weiß aber nicht wie. Aber die gibt es sozusagen in Rucksackgröße, ja, oder Ananasgröße, kann man noch sagen. Man kann die Sprengkraft ist tausendmal höher als bei einer Atombombe, oder man kann eben mit ein Tausendstel der Masse agieren. Das sind die beiden Möglichkeiten. Und er hat hingewiesen auf eine Reihe von Daten. Das ist einmal der charakteristische Bild von den seismischen Stationen, wo merkwürdigerweise die drei seismischen Stationen genannt wurden, die die geringsten Messwerte überhaupt haben. Also ungefähr um 3. Man sprach in Schweden von einer 2,3 auf der Richterskala, aber das gibt's gar nicht. Es geht alles über die 3 rüber. Und in der Nähe von Königsberg-Kaliningrad waren es 6,2. Dort ist das höchste gemessen worden. Das ist nicht erklärbar mit einer Sprengstoffexplosion. Und der Ausschlag, das hat er gezeigt in einer Präsentation, ist identisch mit dem Ausschlagbild von einem Nukleartest. Er hat das Beispiel Nordkorea, den letzten Nukleartest, den Nordkorea gemacht hat, gezeigt. Und das ist eben am Anfang ist ein P, heißt das dann, ein riesiger Zacken in dieser Kurve drin. Das ist nicht erklärbar, wie das anders zustande gekommen sein soll. Dann wurde er, als er das rumgeschickt hat, er hat zwei Kollegen rumgeschickt, wurde gesagt, naja, wenn du das halt sagst, dass diese Ausschläge zu groß sind, wie sieht's denn aus? Dann müsste man ja auch entsprechende Isotopen in der Atmosphäre gefunden haben. Also so eine Explosion im Meer ist übrigens kein Atompilz, der aus dem Meer aufsteigt, sondern das ist eine Wasserglocke, die sich hebt und dann wieder zusammenfällt. Und es hätte auch einen Anstieg der Temperatur geben müssen in der Ostsee, in den tiefen Schichten. Und beides konnte er nachweisen. Er hat also die radioaktiven Partikel in der Schweiz, dort ist eine öffentlich zugängliche Messung, das sind Isotopen, die charakteristisch sind für eine Nuklearexplosion. Die Wassertemperatur hat sich in den tiefen Schichten der Ostsee um 5 Grad, das ist gigantisch, erhöht. Dabei, also die Indizien, die er dazu bringt, sind frappierend. Und er hat noch gesagt, das ist eine etwas rätselhafte Angelegenheit. Das Ganze ist so angelegt durch den Ort, was Seymour Hersh beschrieben hat in seinem Artikel. Dieser Ort ist genau ausgewählt worden. Der ist gar nicht besonders flach, wie Hersh schreibt, sondern eher tief. Aber er ist so angelegt, dass dahinter wie eine Parabol, sozusagen die geologische Situation ist eine Parabol. Und vor, da geht eine Schlucht quasi im
in der Ostsee bis Kaliningrad. Und das verstärkt die Wirkung, weswegen eben diese Station in Suwalki, also direkt neben Kaliningrad, den höchsten Wert auf der Richterskala angezeigt hat. Das heißt, es wurde dahin dirigiert, das ist eine Botschaft. Und jetzt geht es darum, eigentlich ist es interessant, weil die Schweden haben ja den Ort untersucht. Und auch Grey Zone hat gerade sozusagen eine private Expedition, die sollten dann gleich nochmal hin. Weil wenn das stimmt, ist die Zerstörung der Pipeline, müsste ein entsprechender Krater zu sehen sein. Und auch wie die Pipeline aussieht. Und die Schweden haben ja, das sind die Merkwürdigkeiten, arbeiten ja mit niemandem zusammen und haben nur bekannt gegeben, dass die Explosion nur erklärlich ist durch einen staatlichen Akteur. Also diese These, die wir erzählt bekommen haben, ich würde das als Spieltheorie-Variante bezeichnen, mit Andromeda, mit dem Segelboot und jetzt immer wieder eine neue. Also es wird wie beim Kennedy-Mord, wird immer eine neue Sau durchs Dorf getrieben als Erklärung, für die man sich dann entscheiden kann, während man von außen darauf hinweist, dass es ja so viele Versionen gibt, dass man das gar nicht genau sagen kann, was da eigentlich los war. Der eine sagt das und der dritte sagt das. Das ist also eine Methode der Verunklärung, die wir schon lange kennen. Also das heißt, diese Messwerte, die jetzt vorliegen, sind, er sagt, es gibt drei Arten von Messwerten, die überhaupt nur durch eine Nuklearexplosion zu begreifen sind. Und dann würde auch klar werden, einmal warum, es würde passen, weil er hat selber diese Schwierigkeit gehabt. Niemand will an dieses Thema ran. Es ist quasi eine selbstversiegelnde Operation. Wir haben in dem Deutschen Bundestag, waren ja zwei Abgeordnete, die Anfrage gestellt haben, was denn bekannt ist über diese Explosion, mit der Antwort, dass man dazu nichts sagt, weil das ist, sagt zwar salopp, so geheim, dass die Bundestagsabgeordneten dazu nichts wissen können. Und das betrifft die Interessen einer befreundeten Nation mit Nachrichtendienst. Also kann das Parlament, darf auf einmal dazu nichts wissen. Die Schweden sagen nichts. Und Seymour Hersh ist das zugesteckt worden aus den hohen Kreisen des amerikanischen Geheimdienstes, was auch dafür spricht, dass da Leute sind, denen das hier vielleicht zu weit geht. Also das werden wir in den nächsten Wochen hoffentlich diskutieren. Es wird natürlich sofort diskreditiert werden. Die Person wird diskreditiert werden. Er hat aber, wenn man nachguckt in Google Scholar, das ist eine Möglichkeit, um zu sehen, was ein Wissenschaftler ist, hat er 120 Aufsätze veröffentlicht und der erste ist über 450 Mal, also der höchst zitierte, 450 Mal zitiert. Das ist kein wissenschaftliches Leichtgewicht. Aber er hat auch gesagt, ich habe mit ihm telefoniert, dass seine Kollegen davor zurückschrecken, dazu etwas zu sagen. Das ist eine Kategorie von Anschuldigung, wo man weiß, dass man eigentlich in dem Moment, wo man sich dazu rührt, hat man keine Chance mehr, in westlichen Universitätssituationen einen Fuß noch auf den Boden zu kriegen. Da sind wir ja mittlerweile angekommen. Das haben wir bei Covid gesehen, was mit Wissenschaftlern passiert, die dissidente Aussagen dazu machen. Ich erinnere nur an Sucharit Bhakti mit 230 wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Der wird in Wikipedia verhandelt von Co-Pilot, einem Musiklehrer mit abgebrochenem Theologiestudium, der dann einschätzt, ob Bhakti ein Idiot ist, über dem, was er schreibt oder nicht. Da sind wir ja. Und das funktioniert. Das geht dann sozusagen durch. Und Bhakti wird angeklagt wegen Antisemitismus vor einem Gericht, was eigentlich der Punkt ist, wenn er verurteilt worden wäre, er ist ja freigesprochen in erster Instanz, wäre er vorbestraft, womit man seine Pension dann, seinen Professorentitel und damit die Pension einziehen kann. Darum geht es. Die Leute werden fertig gemacht, damit ist auch hier zu rechnen. Aber wir sind hier, also es wäre eine gute Erklärung, warum die Reaktionen drumherum so sind, wie sie sind. Die Messdaten sind, dann soll man die halt widerlegen. Hier sind wir jetzt im Bereich der Wissenschaft. Da wird viel geschwurbelt werden gegen diese Messdaten und gegen diese wissenschaftliche Argumentation. Aber es wird jetzt rauskommen. Ich werde morgen ein Interview machen in TNT Radio, also für die Freunde der Five Eyes Staaten auf Englisch, dass wir das dort auch erstmalig besprechen können. Und dann auch in Deutsch im dritten Jahrtausend wird es ein Interview mit dem Hans-Benjamin Braun, so heißt er, geben, der jetzt sich umguckt, wo er noch eine Professorenstelle kriegt. Er zielt Richtung Südostasien jetzt, weil er glaubt, dass das im Westen nicht mehr möglich ist. Also das sozusagen in aller Vorsicht, das sollte man angucken, man sollte es kritisch betrachten. Er argumentiert strikt naturwissenschaftlich, also man muss sich das auch durchaus so angucken. Die Datenlage ist gut, die er dort vorzuweisen hat.
Und ich bin gespannt, was kommt. Es spricht ja übrigens auch noch dafür, kann man sagen, dass der BND mit seiner Andromeda-Story kam, um die Sache zu verunklaren. Es spricht dafür, dass die Leute, also Taucher der Bundesrepublik, ich weiß gar nicht, welche Stelle das war, die dann hingefahren sind und dann festgestellt haben, dass sie die falsche Ausrüstung eigentlich dabei haben, was ich betrachte als Signal. Das ist so doof, kann bei Tageslicht keiner sein. Ja. Dass das passiert ist und wie gesagt, die ganze Argumentation, auch dass Scholz gerufen wird und da steht und dann ein sozusagen Vasalleneid schwört und sich abkanzeln lässt vom Präsidenten, worüber die ganze Welt gelacht hat. Damit haben wir uns neben Annalena Baerbock also platziert als Leute, mit denen man gar nicht mehr reden muss. Was jetzt gerade mit dem südafrikanischen Präsident, Frau Baerbock war dauernd, der wollte gar nicht mit ihr reden. Ja. Da sind wir mittlerweile angekommen auf diesem Niveau. Und Studie, man kann es, ich glaube, heute ist er im Corona-Untersuchungsausschuss, hat er seine vorgetragen. Es gibt sie auch im Internet. Das werde ich dann auch verlinken. Haben ganz wenige Leute bisher angeguckt. Und wir werden es nochmal versuchen. Ich werde das auch versuchen, über Fragen klarzuziehen. Und es wäre dringend nötig, dass andere Kollegen sich auch damit beschäftigen und dieses Thema verhandelt wird. Wenn wir dort unter Wasser eine Nuklearexplosion haben, ich bitte, also was jetzt gerade Hermann Plopper erzählt hat, ist ja, dass Blumenthal und Lindsey Graham hatten gesagt, die haben die NATO aufgefordert, direkt in der Ukraine zu intervenieren und Russland anzugreifen für den Fall, dass in Saporoschne was passiert. Ja, da sind wir da. Und jetzt, wenn das hier stimmt, wir sind, so hat das der Professor Braun beschrieben, auf einem glitschigen Abhang schlittern wir runter in Richtung einer nuklearen Konfrontation. Das ist nicht mehr lustig und glaubt nicht, dass die Leute, die euch regieren, verantwortlich handeln. Ihr müsst jetzt alle selber aktiv werden. Ihr müsst selber, es geht um euch, es geht um uns, es geht um die Kinder. Es geht sozusagen, alte Säcke sind eine Sache, Kinder und Enkel sind eine andere Sache. Die Leute, die regieren, sind nicht verantwortlich in ihren Handlungen. Sie haben, das ist, was hier abläuft, was hier passiert mit diesem ganzen Krieg in der Ukraine, ist der Nachweis, dass diese Leute nicht in der Lage sind, ein Problem dieser Lage zu handeln und damit vernünftig umzugehen. Sie opfern, ich bringe nochmal diese Vergleichabsicht, wie die Azteken auf ihrem Tempel, sozusagen, damit die nächste Ernte funktioniert, ein paar 10.000 Leute geopfert haben, so und wie im Zweiten Weltkrieg die Besatzung von den U-Booten geopfert werden, wird jetzt in der Ukraine eine ganze Generation junger Menschen geopfert für die Großmachtfantasien eines untergehenden Reiches, ja, und die nicht, sozusagen, wo nicht verhandelt wird. Und das ist ein weiteres Indiz, mit was wir es zu tun haben, mit Hasardeuren, die bei Bank spielen. Danke, Dirk. Ich hoffe, dass diese Spur nachgegangen wird. Ich weiß, dass es nicht von unserer Ampelregierung gemacht wird, weil entweder wissen die schon oder sollen sowas von nicht wissen, damit die Greta Thunberg nicht da sich Sorge macht über Ostsee, weil die war ja vor kurzem in Kiew. Also es ist wirklich gar nicht, also es ist schon lange überhaupt nicht mehr witzig und ist da mehr sich in der Sache vertieft, ist da eigentlich mehr Angst bekommt man, aber wir sind ja nicht dafür da, um Angst zu machen, sondern um die Menschen zu mobilisieren. Wir sind selbst aktiv und wir haben zwar kein Spendenkonto, aber nur PayPal, weil unsere Gegner sind auch aktiv, aber uns tut es nichts. Also erstmal danke für die Spenden, die schon da sind, deswegen können wir auch die Sendungen machen. Und danke allen, die weiterhin spenden. PayPal-Konto ist unten angebracht. Möchte noch jemand noch was dazu sagen, bevor wir die Sendung beenden? Haben schon alle genug gesagt. Dirk hat jetzt leider kein schönes Schlusswort gesagt, aber ich finde es wichtig, damit man wirklich versteht, mit was wir in dieser Welt zu tun haben. Und Freiheit gibt es nicht umsonst. Das ist ein Satz, der in Amerika überall steht. Der ist nicht falsch. Vertraut nicht darauf, dass die Regierung sie euch besorgen wird. Das funktioniert nicht. Hat noch nie funktioniert. Das ist im Kampf wie im Ersten Weltkrieg. Man wird gerne sehen, dass ihr alle mit Begeisterung an die Front fahrt. Aber was euch da erwartet, ist nicht der Sieg, sondern Arm ab, Kopf ab, Ende. Ja. Danke, Dirk. Die Sabine hat wohl ganz schlechte Internet. Die ist leider rausgeflogen aus der Sendung. Danke an alle Experten. Hermann Plopper, Wilhelm Domke-Schulz, Dirk Pohlmann, Sabine Jahn.
wir sehen uns auch in den nächsten Sendungen. Ah, da ist die Sabine, dann kannst du auch auf Wiedersehen sagen. Entschuldigt bitte, aber... Naja, da nicht früher, komm, kannst du ja nicht. Vielleicht. Ja, also ich wollte noch mal zum Dirk kurz sagen, er ist Realist und wir können die Situation, also alle, nicht beschönigen. Bei all dem Desaster, was hier passiert, der Gesellschaft mangelt es offenbar schmerzlich an Gerechtigkeit, an Ehre, Mut und Intelligenz teilweise seitens der Eliten. Ich meine damit nicht alle und auch nicht unsere Zuhörer, weil sie sich ja wirklich auch anderweitig informieren. Aber bei dem Ausmaß, das Ausmaß an diesen ganzen Ereignissen reicht offensichtlich nicht aus, um eine Explosion eine regelrechte auszulösen. Mhm. Kretschmer hat ja Gott sei Dank in Sachsen darauf hingewiesen, dass Nord Stream 2 wieder aufgebaut werden muss. Ich bin tatsächlich gespannt, was es für ein Echo da gibt. Es gibt manche Kräfte, die ihn da unterstützen wollen. Aber es gibt natürlich auch noch diesen Krieg hier zu beenden. Und wie Biden sagte, der möchte im Moment nicht verhandeln. Insofern sollten wir tatsächlich versuchen, immer wieder nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass die Leute bitte auf die Straße gehen und die Menschen unterstützen, die dem ein Ende bereiten, weil sonst haben wir es mit Konsequenzen zu tun, die wir uns im Moment noch nicht vorstellen können. Ich möchte einfach nochmal, das Schlusswort nicht schöner, sondern schlechter zu machen. Derselbe Senator Graham, von dem wir gerade gesprochen haben, hat gesagt über Zelensky in Kiew, die Russen sterben. Das ist die beste Investition, die wir jemals getätigt haben. Das ist unglaublich. Zu sagen, was man uns zu tun hat. Vielen Dank, liebe Herren. Also der Sergej, vielen Dank, dass du es übernommen hast. Aber ich weiß nicht, ob man mich jetzt hört. Aber ich danke für die Runde und wir sehen uns zur nächsten NATO-Akte. Mhm. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.